Minisonne, frag deine Mami mal bitte, was Beischlaf bedeutet. Dankeschön. So. Schade. Hier ist die Messe unterhalt. Onkel hier bitte wieder jede Woche. Wie heißt das Kind? Machst du jetzt ins Ziel dann? Nein. Doch. Moment, mache ich das sinngemäß, wenn ich sage, es ist so süß. So, kriegen wir es jetzt hin? Ja, wir kriegen es hin, wir kriegen es hin, wir kriegen es hin, wir kriegen es hin. Rauf da, rauf da. Rauf da, rauf da, rauf da, rauf da, rauf da, rauf da. Ich hab auf den scheiß Container geguckt! Ich Idiot! Mann! Eieieiei! Trials also on Level Max, stimmt! Nein, 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 was mache ich denn da, ich Idiot? Warum warte ich nicht? Warum warte ich nicht? Ich Idiot, ich Arsch! Scheiße! Ärgerlich. Der Hirntod bleibt aber 4 Jahre lang unerkannt. Hier haben wir gerade ein Paradebeispiel dafür. Zieh dein Ausrufezeichen, wenn du da fabrizierst. Hast du da schon mal nachgedacht? Zeit und Traum, wir besuchen die Sterne. Es ist noch nicht ganz wach. Gerade eben die Augen aufgebrochen. Oh. Das kleine Möttchen. Es streckt sein zartes Antlitz in Sonne, macht träumerische Äuglein auf und trinkt erstmal einen Schluck Kaffee. Das Spiel ist der Knaller, ne? Rotkatz erzählt, dass in dem Sarg ein Geheimfach mit Katzenminz ist. Dann steht er nicht mehr lange. Ah. Nein! Ich bin abgestiegen, ich Idiot! Ja, und tot. Und Apollo und Katze streiten sich nur, ja, ja. Wer denn niedlicher, wer die niedlichere von den beiden ist. Wobei, der Platz geht ja eindeutig an Apollo. Ja, perfekt abgelenkt, ja. Und Winnie will das auch noch klippen, nicht. Ist das hier eigentlich live? Die haben im Rhein-Herne-Kanal eine männliche Leiche gefunden. Sehr dick, ziemlich hässlich und ein kleiner Pimmel. Sag mal was, Onkel, ich mach mir Sorgen. Ah ja, Moment. That's it. You've been spending too much time with Captain De Santa. Very funny. Not like that. I'll explain later. I am free again. Hat er mich gerade gedisst? This is from a man who was tied to a post with a gun in his face a few minutes ago. I wish I could see I get this face when he finds out that I defeated 100 of them. Was war das denn jetzt? Oh Gott, ey. So, der Herr Raver sagt... Ist der Tag im Arsch. Erstmal sagt der Conti einen wunderschönen gut Schluck. So, danke für den... Oh!
5 Kilo Katzenminze. Ich kann es mir bildlich vorstellen, sag ich mal. Davy, ne, in seinem besten Mr. Fredrickson-Style, schnappt sich die Minze, wirft sie Richtung Katz. Katz guckt nach oben. Gut. Ach, nee, falscher Schädel. Ja, tut mir leid. Hier musst du das Gedudel leider ertragen. Ja. Es sei denn, du drückst einfach auf den leiser... Danke, dass du auf den Knopf wieder gedrückt ich hast. Ich mal. Aber wie kommst du denn hier auf mich, junger Mann oder junge Frau, je nachdem? Und was habt ihr gespielt? Erzählt. Ach, guck mal, da ist ja noch ein Leben. Nein. Kennt ihr diesen Moment, wenn man froh ist, wenn man die Scheiße hinter sich hat? Gute Nacht. Der Mister kann N64? Nö, kann er nicht. Das kann er leider nicht. N64, beste Konsole. Auf jeden Fall. Ich liebe diese Konsole und ich möchte nie wieder was anderes spielen. Ocarina of Time ist großartig. Und nein, es steht kein verrückter Russe hinter mir, der mich geotoniert, wenn ich das nicht sage. Gucken wir eine weg. Jetzt fällt uns nichts mehr ein, drum gehen wir jetzt heim und ziehen uns absonderliche Pornos rein. Stimmt, 100 Euro. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Hallo, Onkel. Just can't wait to die. Guckt euch das an! Was ne Scheiße! Ah! Nein! Ah! Nein! Verfluchte Tat! Das ist mir auch noch nicht passiert. Scheiße, ey! Hallo Lomkart und Lompier. Lompier finde ich super. Einen wunderschönen Herr Cheapy. Herr Cheapy. Oh, Herr Spaulding. Verdammt. Im Grunde braucht man sie auch nicht wirklich, aber ich hab sie gerne. Ne, für Herr Cheapy hast du eindeutig zu viel Titten. Das geht nicht. Die zwei. Ah, guck mal. Dies ist die Geschichte von Lom und Abigor, die kurz davor stehen, ihre Beziehung zu beenden. Aber Midas will nicht, dass Lauras Väter sich trennen. Weswegen er die beiden auf eine Probe homoerotischer Abenteuer stellt. Barmanos Dios Millionen. Oh Midas, ey, du Drecksack. Jetzt ist es runter, sehr schön. So. Der Best Time on the Clock ist 6.30 Uhr hands down. Hoffe bei dir auch alles, Tutti. Boah, du bist so dumm wie Brot, dich sollte man Knifter nennen. Ja, tut mir ja leid. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. So, Limbo hast du dreimal durchgezockt.
Ich glaube, 3 oder 4 Mal habe ich durchgespielt. In diesem Sinne einen wunderschönen. Wie ist es? So, Herr Archex, Herr, ich gehe mal davon aus, Herr Darky, das weiß ich nämlich nicht. Herr Alfie, auch da gehe ich davon aus. Reclaver, Tini, Bella, Daniel, meine Herren, hier ist ja schon was los. Jesse, erstmal Dankeschön für 9 Monate Schwachsinn-Support. Reclaver habe ich vermutlich schon gesagt, ist mir egal. So, Alfie haben wir, glaube ich, auch schon gesagt. Ich guck gerade nochmal durch. Meine Fresse, hier ist schon echt was los. C4, GPI, Ansgar. Ah, haben wir jemanden vergessen? Der Joe, der Metal Dirk. Metal Dirk, nur echt mit 50 Ös. Wo haben wir alle? Glaube ja. Ich muss mir echt eine Liste machen, wer reinschreibt. Das ist ja großartig. So. Herr ist richtig, sehr schön, sehr schön. Ich wollte gerade wieder gehen, ja. Tschüss. Ist gerade ganz zufrieden, sehr schön. Lom grüßt mich mit einer doppelläufigen Schrotflinte. Doppelt hält das besser, ja. Anders kann man dich nicht begrüßen. Wobei besser ist begrüßt mit einer abgedrückten Schrotflinte. So. So, da ist der Herr Joe. So, der Daniel ist erkältet. Dann erstmal gute Besserung, mein Lieber. Ich hoffe, es geht dir nicht ganz so dreckig. Liste, nicht ein Skript, das alle einmal auflistet. Ja, was meinst du, was ich da machen würde? So. Dirk aus Dirkistan. Oder um es mal ganz freundlich zu sagen, erstmal Dankeschön für 2 Jahre. Leck mich am Arsch. 2 Jahre schon. Happy Birthday zu unserem 2-jährigen Onkel 4 Bang Onkel 4 Antihas Onkel 4 Baller. Sehr schön, Dankeschön, mein Lieber. Boah, 2 Jahre jetzt schon. Leck mich, ey. Die Onkel Zeit rennt, ey. Midas! Dirk. Ich hoffe doch, die Springschrotflinte, die Homer Simpson erfunden hatte, auf Nutter eingestellt. Sehr schön. So. Aber wenn Dirk, dann... Dirk. So. Ah, so. Kinas, mir geht's hervorragend. Ein bisschen müde, ein bisschen wenig Schlaf gehabt. Aber das sollte schon passen. Der Saturn schnurrt, der Tink leuchtet blau. Der Controller ist nahezu aufgeladen, weil wir spielen heute... Das erste Mal, Premiere hier, auf dieser wunderschönen Hardware. Heute ist Sega Saturn angesagt. Und das Schlimme ist, gerade eben ist mein anderes Paket hier angekommen. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich vermute meine beiden Gamecubes, so, die auch eine zärtliche Modifikation erhalten haben. Hm? Zahnschmerz. Ah, schon wieder. Jung. Was ist denn da schon wieder los? Wieder entzündet? Und einen wunderschönen Frau Perle. So, bitte alle einmal kollektiv Happy Birthday. Na, alte Frau, wie ist es? Happy Birthday. Happy Birthday. Schätze mal, wegen Temperaturwechsel oder Erkältung, immer wird es sein. Happy Beers Day to you, Happy Boss Day to you, finde ich auch super. Eieieiei. So, wieder eine erfolgreiche Sonnenumrundung hingelegt. Finde ich super. So, Käffchen. So, Kinders, wer von euch hat denn schon mal live und in Farbe einen Saturn gesehen? Also nicht nur in Stream, sondern tatsächlich mal die echte Hardware in den Pfoten gehabt. Da muss man leider, glaube ich, schon ein bisschen was älter für sein. Ich habe es tatsächlich damals, ich glaube, das allererste Mal überhaupt im hiesigen Mediamarkt gespielt. Virtua Fighter. So. Mir ist alles fein. Ich genieße das Alter nicht. So, C4 nicht. War schon mal da, kaum Atmosphäre, war kacke. Oh. Der ist so scheiße, dass der schon wieder gut ist. Ja, so Darky nur früher im Mediamarkt. Also Darky ist also auch schon etwas älteres Semester. Er ist irgendwie sehr schnell untergegangen. Leider ja. Wobei, es hat Gründe. Sag mal, Sega hat bei der Konsole leider bei der Einführung sehr viel falsch gemacht. So, ein wunderschönen Mamule, mein Lieber. Alter, was ist los? Moment. So, kurz ausgehustet. Also der Alfie leider nicht. Weiß nicht, wenn dann zu lange her. Ja, der Saturn wurde in Europa 95 eingeführt. Altes Schätzchen.
mit sehr, sehr interessanten Games. Und das Ding ist ein 2D, ein echtes Powerhouse. Das werden wir definitiv auch mal ein oder zwei Games heute sehen. So, Darky ist 84er Baujahr. Hui, du hebst den Altersschnitt mal so ein bisschen. Finde ich gut. 81er Baujahr hier. Alles Anfang der 80er regelt. Sega hat so oft was falsch gemacht, leider. Ja, das Problem ist, es steht ja auch im Streamtitel drin, der Saturn. Muss man leider sagen, das war der Anfang von Ende vom Sega. 79er Baujahr, alter Sack. Wobei, da kenne ich hier jemanden, der noch älter ist hier im Stream. Mindestens einen. Ein, nee. Ja, die Perle nämlich. 78er. So, mein Bruder hatte einen, zu dem Zeitpunkt war mir das Teil aber Schnurz. Das ist, wie gesagt, ich muss dazu sagen, ich meine, du hattest ja das Triumvirat des Schreckens zu dem Zeitraum. Du hattest einmal die PlayStation 1, du hattest den Sega Saturn, du hattest das Nintendo 64. Den Saturn hatte irgendwie gefühlt keiner. Leider etwas unterschätzte Hardware. Das Ding hat zwar ein paar Schwächen in 3D, aber es gab gerade gegen Ende einige Sachen, die echt gezeigt haben, was das Ding drauf hat. Ja? Also schon interessante Hardware. Sagt das 32X von Sega of America war der Anfang vom Ende. Ja, die kam ja fast zeitgleich, ist ja das Problem. Ich glaube, das 32X, das kam 3 oder 4 Monate vorm Saturn. Ein wildes Sega Saturn erscheint in Lomsets Showcase ein. Einen wunderschönen Bärparty, ich grüße dich, mein Lieber. Wie ist es? Tomb Raider ist auf dem Saturn gestartet. Korrekt, Tomb Raider war ein Monat vor der PlayStation auf dem Saturn. Es gab auch noch andere Franchises, die auf dem Saturn gestartet haben. Beispielsweise Dead or Alive war ein Jahr lang Saturn-exklusiv, bevor es auf der PS1 portiert worden ist. Es gab auch noch Exhumed bzw. Power Slave, das ist auch schon was älter. Und darauf basieren beispielsweise die Duke Nukem und Quake Ports auf dem Saturn. Das ist schon sehr interessant. Ab welchem Altersdurchschnitt fängt es eigentlich an, nach Altenheim zu riechen? Du warst schon mal bei mir. So riecht Altersheim. So, dank der Onkel ist mir jetzt sehr bewusst, ich gehe auf die 50 zu. Ja, kann mich nicht beklagen. Bei dir, ja, kann auch nicht klagen. Die Bratpfanne einmal über die Rübe, ja, oh, ja, 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 ja. So. Also, als ich einen Kiosk vom Saturn zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, nee, das sieht echt kacke aus, das kauft doch keiner, da lief Virtual Fighter drauf. Das war nämlich das Problem. Das Startline-Up, das war deutlich schwächer als von der PS1. Du hattest auf der PS1 Battle Arena Toshinden Tekken. Sag mal, auf dem Saturn hattest du Virtua Fighter. Mäh. Auf der PS1 hattest du Ridge Racer, auf dem Saturn hattest du Daytona. Mäh. Und ansonsten relativ viele 2D-Plattformer zum Start. Ja. Das PS1 hatte da irgendwie das überzeugendere Line-Up. Onkelchen, dein Controller sammelt so im Hintergrund, hättest du mal liebevoll sortieren können. Sieht aus wie voll da reingefallen, bis nichts mehr rausgefallen ist. Mein Problem ist, ich habe keinen Platz. Ich habe einfach keinen Platz. Ich muss da irgendwie noch ein Regal reinzimmern. Das Ding ist vollgestellt bis oben hin alleine. Da und noch einen drüber. Ich habe da locker 30 Controller drin liegen. Ganz locker. Hm? Altersheim riecht näher nach Desinfektionsmittel, Wundsalbe und Urin. Das hört sich nach Auskennen aus. Ein wunderschönen Lulli. Und ein wunderschönen Randy. So, hab dann gestern mal das bessere Dino Crisis gespielt. Würde die beiden aber nicht miteinander vergleichen. Die spielen sich auf ihre Weise mit ihren eigenen Schaum unterhalten gut. Ja, das Problem ist, Dino Crisis 1... ich mag's gar nicht. Der zweite, der macht Spaß. Der macht Spaß. So, geht ganz einfach. Loch in die Wand zum Nachbarn und Gebiet einnehmen. Hat man damals bei Age of Empires, Siedler und Anno auch so gemacht. Das Problem ist, das Loch zum Nachbarn gibt es hier nicht. Das Loch zum Nachbarn wäre in diese Richtung und dieses Loch wäre dann ungefähr so lang. Ich glaube, die Wand ist, glaube ich, 80 cm dick. Und ein wunderschön Inso. Wie ist es? Sag es, nö, niemals. Ich würde niemals Sega sagen. Controller könnte es an die Seite vom Regal hängen, sagte er, ohne deinen Raum zu kennen. Ja, kann ich machen. Das Problem ist, der Raum ist einfach zu eng. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen, aber letzten Endes sind das eh nur die Controller, die ich zum Streamen nutze. Von daher, wurscht. Ne, war links von mir, die Wand durchbohren, da bin ich im Badezimmer. So, Wassermarsch sollst du kriegen in Form von Kaffee. Und ein wunderschönen Fichtje. Meine Fresse, was ist denn hier los heute? So, das Platzproblem kenne ich. Gestern meinen 9. Cube gekauft. Ja, ja. Ja, ich gehe jetzt mittlerweile auch auf die 40 Konsolen hier zu. Juhu. Ja, send es mir eine Hilti zu, wäre doch ein super Special Stream Event. Lomli nimmt Gebiet ein. Ich nehme so oder so Gebiet ein, sag ich mal. Das hier sind irgendwie, ich glaube, 2 Kubikmeter Fleisch.
So, man weiß es nicht. Da faselt er so rum, da muss der immer die engelsgleiche Stimme ölen. Oh yeah. Dabei sagt er immer, ich würde nicht sammeln. Ja gut, ist ja in Ordnung, meine Fresse, ey. Ja, ja, ich bin Sammler-Messi, verdammte Axt. Verwechsel Fleisch mit Fett nicht. Da kennst du meinen örtlichen Dönermann aber nicht. Das ist dann schwierig zu unterscheiden, Joe. Sehr, sehr schwierig. Endlich wieder Qualitätscontent vom Onkel? Ja, da bist du aber falsch hier. Da muss man einschalten. Man weiß es nicht. Er ist kein Sammler, er ist Wiederverwender. Das Schlimme ist, auf eine traurige Art und Weise hat Claver recht. Das Schlimme ist, wenn man schon anfängt aus Langeweile. Dankeschön für 9 Monate Schwachsinn. Support, werter Herr Inso. Mein Beitrag zur nächsten Sega Original Hardware. Ja, das Schlimme ist, sag ich mal, so viel gibt es da eigentlich nicht mehr. Also im Endeffekt, sag ich mal, ein Super NT ist ja bereits unterwegs. Ein Mega SG ist auch schon unterwegs. Und dann habe ich eigentlich so ziemlich alles von Sega, was mich interessiert. Noch einer mit 9 Monaten hier. Das Schlimme ist, hier sind einige. Apropos Sega, wo bleibt der Mal? Da bin ich wieder bei meiner 10-Sub-Wette. Der taucht heute noch hier auf. Unter Garantie. 9 Monate, ich kann schon den Kopf sehen. Ja, mein Beileid. Ach so, Nome ziert jeden Schrank. Lass mich kurz... Nein, Game Gear, um Gottes Willen. Dafür habe ich den Mister. Warum Game Gear, wenn man Master System spielen kann? Ich habe noch eine Schrott-China-Konsole hier. Ihr könnt es auch für den Super-Content mal benutzen. Wenn das Ding loswerden will, zähl damit. Nee. Also, wie gesagt, wenn man aus Langeweile schon anfängt, seine Sachen hier durchzumodden. Also, ich habe hier noch eine PSP rumfliegen gehabt. Ich habe gesagt, okay, wie teuer wäre das Modden? Hab dann mal nachgeschaut, 10 Euro für alles. Habe gesagt, okay, für 10 Euro moddest du das Ding mal durch. Ja, jetzt habe ich eine funktionierende PSP hier. Juhu. So, früher auch im Game Gear gedaddelt. Das Ding ist ein bisschen an mir vorbeigegangen tatsächlich. Aber das Problem ist, es macht eigentlich keinen so großen Unterschied, ob du Game Gear oder Master System daddelst, finde ich. Also die Bibliothek ist sehr ähnlich. Du brauchst aber noch von Sega den Project Diva Arcade Automate. Ja, wenn ich Arcade hier aufstellen könnte, ich würde es, glaube ich, tun. Ich kann es nicht. Was zocke ich heute? Ein wildes Kunterbunt auf den Sega Saturn. Game Gear müsste mehr Farben darstellen als das Master System, oder? Ich meine, das ist identisch. Der Game Gear hat aber einen entscheidenden Nachteil. Die Auflösung ist niedriger. So schicke ich es dir zu. Das Ding ist doch Panne. Gab's kostenlos auf dem Flohmarkt zur PS2 für einen Zehner. Vor allem erste Generation. Ach du Scheiße. War immer gut im Fußballtrainingslager. Und einen wunderschönen Laura. Boah, hier ist ja totale Eskalation heute. So, ich hatte damals ein Game Gear gehabt. Hast du auch das Jahresabo für Batterien gehabt? Folgst mir schon seit einem Jahr, du hast keine Hobbys. Du hast kein Leben. Wenn du Platz brauchst, ich erlöse dich gern von deinem Problem. Lass mich kurz... Nein. Ich hab da übrigens was im Auge. So. Muss schnell in den Lurk, meine Tochter will Smalltalk. Was? Ne? Na, Betsis, wie ist es? Aber ganz ehrlich, ich freue mich tatsächlich drauf, das gleich mal zu zeigen. Ohne Flachs. Das ist von der Bildqualität her, glaube ich, die beste Konsole, die ich hier habe. Ihr könnt euch da gleich mal gerne von überzeugen. Ich war wirklich sehr überrascht, wie gut das Bild von dem Teil ist. Das ist der Wahnsinn. Also man denkt, sag ich mal, hin und wieder, das ist ein Emulator, der da läuft. Das ist so ein kristallklares Bild. Herrlich. Wunderschön. Da kommt eigentlich nur noch die Dreamcast dran. Den Stinkefinger ins Auge zu stecken, dann würdest du auch nicht ständig was im Auge haben. Na, I'm still working on it. So. Na? Da kommt er doch. Wie gesagt, also von der Bildqualität her war ich echt sehr überrascht. Also der Saturn rockt da richtig. Was habe ich jetzt in den Saturn reingemoddet? Der Saturn hat ein Flash Memory Mod. Das Ding hat normalerweise eine Batterie für die Spielstände. Das ist durch einen Flash-Baustein ersetzt worden. Das Ding hat eine Pico-PSU, also sprich, da ist kein normales Netzteil mehr drin, sondern ein Mini-Netzteil. Wurde deswegen nötig, weil das ist ein japanisches Gerät. Japan hat 110 statt 230 Volt, sonst wäre mir das Ding hier durchgeknallt. Das Ding hat einen Fenrir-Mod, das heißt, das Laufwerk ist ausgebaut und da ist ein SD-Kartenreader statt dessen als Laufwerk jetzt drin. Und das Ding hat einen Pseudo-Saturn Kai Flash-Mod, also da ist eine 4 MB RAM-Karte noch mit drin, womit ich dann die ganzen anderen Sachen mitspielen kann und das macht den Loader ein bisschen schöner. So, also insofern, da ist schon ein bisschen was drin.
Hm? Ja, neue Deko hier. Oh yeah. Ja, aber während du hier in den Showman spielst, mache ich nebenbei meine Zoctopus-Mütze weiter. Rrr, zeigen, wenn es fertig ist. Hab echt lang geschlafen. Hundi hat in seinem Knallkopf irgendwie geschafft, die Heizung so hoch zu drehen, dass ich angenehme 30 Grad im Büro hab. Ja, dann hast du wenigstens mal irgendwas Heißes im Büro. Klar. Rrr, sehr schön. Nee, also, wie gesagt, ich denke, vom Modding her geht bei dem Saturn, glaube ich, nicht mehr viel mehr. Es gibt noch keinen HDMI-Mod für den Saturn, deswegen ist da jetzt ein hochwertiges Component-Kabel dran und es sieht bombastisch aus. Also ich freue mich wirklich drauf, das zu zeigen. Also es ist nur noch das Gehäuse und ein paar Chips-Original in dem Ding. Eigentlich nur noch das Mainboard. Es ist nur noch das Mainboard-Original. Hast du noch nie die Hand unter meinem Arsch gehabt, wenn ich gepupst habe? Nee, das ist nicht warm, das ist feucht. Laura, merke sich den Unterschied. Gut, aber ich würde sagen, wir haben genug Scheiße gelabert. In diesem Sinne wechseln wir mal. So. Boot-Logogasm in 3, 2, 1. Oh. Verdammt. Vielleicht sollte ich auch den Ton anmachen. So, jetzt aber. So. Gut, dann wechseln wir hier mal. So, wie gesagt, die Bildqualität ist bombastisch. Das kann man nicht anders sagen. So, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal mit den Launch-Sachen an. Und da fällt mir zum Saturn eigentlich nur dieses eine wunderschöne Spielchen hier ein. Ich lasse es jetzt einfach mal laufen. So, aber guck mal bitte auf die Schrift, wie klar das ist. Ich finde das mega beeindruckend. Also ich werde nachher ein paar 2D-Spiele noch reinschmeißen, da sieht man das richtig gut. Ne? Ja. Ja. Gay Boner. Es ist gestochen scharf. Ne? Es macht richtig Spaß, das zu sehen. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Einzige, was mich tatsächlich immer noch fertig macht, ist, dass das Ding 6 Buttons hat. Das ist für mich immer noch sehr, sehr merkwürdig. Und einen wunderschönen Let's Rage. Grüß dich, mein Lieber. Wie ist es? So, wer den guten Mann nicht kennt, sollte ihn mal kennenlernen. Sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Bist mehr an 3-Buttons gewöhnt. Ne, 4-Buttons, klassisch. Das Ding hat Shoulder-Buttons. Oh, 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 ja, ja, ja. Ja, wir präsentieren hier, wie man es nicht macht. Das Ding hat tatsächlich 2 Shoulder-Buttons. Also ist ein 8-Button. So, alles super und selbst, ich kann nicht klagen. Wie gesagt, ich habe mich schon wirklich 2 Wochen drauf gefreut, die Hardware hier endlich mal zeigen zu können. Das Ding ist endlich fertig und es sieht fantastisch aus. Also die Bildqualität ist Porno. Ich finde ja 7 Buttons angenehm. Ja, fröhlichen Beischlaf. Die Musik gerade ist bei dem Mario Sunshine Arcade Hack im Intro. Ja. Das kennst du also aus dem Arcade. Ja, Model 2. Da gibt es einen sehr guten Xbox 360-Port von, der ist hervorragend. Aber die Saturn-Variante geht auch durchaus klar. Vor allem, weil die technisch auch durchaus sehr interessant ist, was Sega da geliefert hat.
Ja, pink war es diesmal nicht. Haha. Oh, Scheiße. Man kann sich das auch alles zurechtbiegen, Laura, das weißt du, ne? So, Ray, ich hab's leider nicht gestern bis zum Ende gesehen. Wie weit bist du denn beim Kappel-DLC gekommen? Was du noch biegen kannst, bin ich mir nicht sicher. Das willst du gar nicht wissen. Das willst du gar nicht so genau wissen. So, aber das muss man jetzt halt, wie gesagt, jetzt mal damit vergleichen. Das Spiel kam ungefähr zeitgleich mit Ridge Racer raus und... Sorry, Ridge Racer sieht geil aus. Ich hab die fiese Kuh noch erlegt, aber die hab ich komplett gewonnen. Die Kuh. Seht die neuen Sounds drin? Leider noch nicht. Ich kam nicht dazu die Woche. Kommt aber noch. Und Zeit ist abgelaufen. Wir sind scheiße gefahren. 29. Herr von und zu Lom. Ich weiß nicht, was das gerade sein sollte, aber ganz ehrlich, dafür hättet früher nicht mal die Teilnehmerurkunde gegeben. Hä? Hat das Auto Schadensmodell oder wird das Auto nur komisch verformt? Es hat tatsächlich eine Art Schadensmodell, aber alles andere als realistisch. Wie schön das Game Over zelebriert wird. Ja, das ist halt Sega, ne? Das muss man sagen. Das ist halt Sega. So, aber das kriegen wir doch besser hin. Was ich jetzt tatsächlich sagen muss, ich spiele hier auf einem Wireless-Controller. Das ist ein Retrobit Saturn 2,4 GHz. Und ich muss sagen, spielt sich sehr angenehm damit. Gib mir ein L, gib mir ein O, gib mir ein M. Was heißt das? Feldhelmen, ja. Die Retrobits sind verdammt gut, ja. Es ist ein bisschen klappriger als das Original, das muss ich schon zugestehen. Aber extrem präzise. Kann man nicht anders sagen. Sind gute Controller fürs Geld. Ich habe da 30 Euro jetzt für hingelegt, kannst du nichts sagen. Geht klar. Ich mag den Saturn-Controller. Ja, solange es nicht der PAL-Controller ist, weil der ist eine Zumutung. So, apropos Geld, was? Hast du dich dazu entschlossen, mich endlich auszuhalten? Finde ich gut. Der PAL ist fürchterlich. Ich weiß auch nicht, was Sega sich dabei gedacht hat, diese eckige Zumutung damit reinzupacken. Der Saturn kam nach dem Genesis, aber vor der Dreamcast. Korrekt, das ist die Konsole, die kam zeitgleich, also die kam zur Ära der PS1 und des Nintendo 64 raus. Das war Segas Beitrag zu dieser Generation. Leider hat da Sega, wie gesagt, bei der Einführung einige Fehler begangen. Das muss man leider sagen. Der Saturn endete dann, sag ich mal, gegen Ende, ich glaube, mit insgesamt 10% Marktanteil, was einfach gar nichts ist. Ne? Sag doch, ne? Ich spiele Sega und da kommt auch schon der Mar hier rein. Wir spielen Daytona, mein Lieber. Das ist der Saturn. Wie ist es? Unter anderem die $100 mehr als die PS1. Ja, dann der verfrühte Markteintritt. Also Sega hat die Konsole mal eben 6 Monate früher released. Was dafür gesorgt hat, dass A, die Konsole knapp war und B, die Spielehersteller nicht liefern konnten rechtzeitig. Und da hat Sony Sega mehr oder weniger richtig deklassiert. In den 6 Monaten, die Sega eher da war, hat Sega ungefähr so viel Konsolen verkauft wie Sony an einem Wochenende zum Launch. Autsch. So, Dankeschön, Ray. Dankeschön für deinen Sub. Saturn war Atari, oder? Von der Qualität her? Nein. So fies wollen wir nicht sein. Wie gesagt, es sind halt einige Fehlentscheidungen. Ich meine, Sega hat mehr oder weniger dann auch noch relativ kurzfristig die Hardware noch verändert. Und den Saturn dadurch, sagen wir, auch noch sehr schwer programmierbar gemacht. Das hat man leider auch oft genug gesehen. Es ist eine Schande. Das Ding ist ein Biest in 2D.
Aber man hat es leider oft genug bei den 3D-Games nicht gesehen, was das Ding drauf hat. Ich mag den Saturn. Ja, er hat seine Spiele, definitiv. Es gibt ein paar Ports, die sind... Da werden wir uns auch, glaube ich, da werden wir uns auch gleich ein paar von angucken. Aber, wie gesagt, man muss es auch nicht zu schön reden. Die Bibliothek hat auch leider mehr als genug Ports, wo ich sage, nee, da ziehe ich die PlayStation vor. Thanks für den Sellout-Shoutout, ja natürlich. Sag nur 32X im Januar, Saturn Juli 95 in Deutschland. Ja, wie gesagt, Sega, ne? So, ich würde sagen, eine Runde spielen wir noch. Und dann gucken wir uns mal an, was das Ding noch so zu bieten hat. So, das Problem ist, ich kann es nicht gut. Wir spielen mal Advance und ich werde wahrscheinlich gnadenlos verkacken. Ihr jetzt auf Krampf versucht zu behaupten, nö. Haben beide ihre Stärken. In 2D hat das Ding die PlayStation vernichtet. Das brauchen wir auch nicht schön reden. Sag nur Sega, na komm, Big N hat doch überhaupt erst seine größte Konkurrenz erschaffen, indem sie das CD-Laufwerk nicht gebracht haben. Ja, das hatten wir tatsächlich gestern im Discord, das Thema. Letzten Endes, sag ich mal, war diese eine Entscheidung von Nintendo, ich sag mal, maßgeblich für die Entwicklung der 90er Jahre. Ohne die wäre Sony nie in den Videospielmarkt eingestiegen und ohne Sony wäre Microsoft nie in den Videospielmarkt eingestiegen. Juhu! Probierst du heute viele verschiedene Games aus? Ja, es wird ein sehr, sehr wildes Potpourri geben. Ich werde alles Mögliche spielen. Weil es auch so viele geile Games gibt. Ich will nicht wissen, wie viele Stunden ich alleine Sega Rally habe. Ja, Sega Rally ist auch tatsächlich einer der Verkaufsargumente für die Konsole. Jetzt Winter mit Schnee. So, aber hier sieht man wunderschön wieder eine der Schwächen des Saturns. Wenn man jetzt unten mal am Auto mal sieht, das ist kein Schatten, das ist ein Fliegengitter. Warum? Der Saturn konnte nur mit Tricks Transparenzen in Hardware darstellen. Deswegen sieht man da jetzt ein Fliegengitter. So, der Daytona-Port ist leider so leider. Ja, gut, man muss ja sagen, das Daytona ist ja auf dem Model 2-Board entstanden. Und sorry, da kann der Saturn nicht mithalten. Ich glaube, der erste Arcade-Perfect-Port war tatsächlich der auf der Xbox 360. Ja, und jetzt verkacken wir wieder. Eher unwürdig für Daytona. Ja, wie gesagt, über die Technik lässt sich jetzt streiten, aber es macht dennoch Spaß. Es spielt sich gut, ist angenehm anzusehen für Konsolenverhältnisse, kann man nichts sagen. Das geht in Ordnung. PS3 360 hat ja etliche Jahre gedauert, korrekt. So, dann booten wir jetzt mal wieder. So, das Boot-Logo sieht hier übrigens auch anders aus. Das ist eine japanische Konsole. Das sieht bei amerikanischen und bei PAL-Geräten ein bisschen anders aus. Teil 2 dran kam trotzdem nicht. Ja, schade. Modde mal PAL rein. So. Das ist das Einzige, was ich noch gucken muss. Sagen wir, die Firmware von dem Fenrir hat noch ein Problem. Wenn du ein Hard Reset machst, kann es sein, dass sich die Konsole da mal aufhängt. Das ist aber bekannt, da arbeiten die gerade dran. Oh, für Effekt. Das heißt, wir müssen mal neu starten. Oh. 1000 Euro für Blackscreen. Klingt nach Windows. Nee, das wäre Bluescreen. So, geht doch.
So, dann schmeißen wir mal den anderen Launch-Titel rein. Und zwar das gute Virtua Fighter. Jetzt kommt Augenkrebs, oh ja. Ich bekomme den Screen neuerdings auch in grün. Immerhin variiert man. So, ich spiele im Pussy-Mode. Weil das Spiel ist alles, aber definitiv nicht einfach. So, jetzt vergleiche man das mal bitte mal mit Tekken 1. Und dann weiß man auch, weshalb die Leute sich dann eher für die PlayStation entschieden haben. Oh, ein wunderschön Ivo! IV087 hat uns einen Raid da gelassen und eins Wahnsinnige mitgebracht. Ein wunderschön, ich grüße dich! Shoutout für den Mann mal bitte! Wie geht's dir? Was habt ihr gemacht? So, das ist jetzt aber ein bisschen arg laut. Moment. So, besser. Post Raid. Oh. Aua! Es spielt sich so komisch heute, ne? Bouncer durchgezockt aus Versehen. Ach du Scheiße. Bounce auf der PS2. K.O. Es ist halt nicht würdig gealtert. Es ist wirklich nicht würdig gealtert. Das hier, meine Damen und Herren, ist der allererste 3D-Prügler ever. Ja. Und einen wunderschönen Tix, ich grüße dich. Ja, Greenscreen, die denken halt an die Greenscreen-Spiele, damit die es einfacher haben. Ja, ja. Aber Hauptsache Original-Hardware als Tag. Juhu. Sega, oh ja. Die nehmen mir aus, das könnte es der Super FX, auch wenn er das sicher nicht kann. Nein, kann er nicht. Nicht mal ansatzweise. Das sind texturierte Polygone. Das kann der Super FX zwar, aber der hat einen deutlich niedrigeren Polycount. Das ist Virtua Fighter, korrekt. So, ein Spiel, ein Prügler, den ich überhaupt nicht spielen kann. Auf jeden Fall super flüssig, aber gerade in der Evo, die Spielhallen fehlten, war es einfach nur ein Prügler, ja. Das ist halt das Problem. So, aber... K.O. Jetzt kann man da mal zeigen, was die Konsole da für einen Sprung gemacht hat. Wir springen jetzt direkt mal in den zweiten rein. Der kam, ich glaube, 1,5 Jahre später. Texturen haben sie aber sehr sparsam eingesetzt. Ja, das war halt noch Model 1. Ne? So, und dann direkt Virtua Fighter 2 mal hinterher. Das ist eine Offenbarung dagegen. Ist damals komplett an dir vorbeigezogen, wie leider bei sehr, sehr vielen in Deutschland. Ach, ich krieg da immer noch einen Harten, das ist so ein geiles Bild. Virtua Fighter 2 habe ich damals auf dem PC gespielt, war glaube ich das erste Fight-Game, was ich je gespielt habe. Okay, dann bist du aber spät dran gewesen. Saturn gab es bei uns nicht mal wo zu kaufen, okay, das ist weird. So, jetzt vergleich das bitte mal. Das Ding nutzt die Hardware bereits ziemlich gut aus. Wobei man andererseits sagen muss, die PS1 hat nicht Sony zu Beginn groß gemacht, sondern Namco. Jein. Die ist in Japan eigentlich erst
an Sega vorbeigezogen mit Final Fantasy VII. Das war so der Wendepunkt. Der Saturn war in Japan tatsächlich sehr erfolgreich. Sieht fast nach einem Generationssprung aus. War es auch tatsächlich. Unterschied wie Tag und Nacht, ja. Saturn in Japan mit den ganzen Exklusivgames, die Säcke, ja. Das ist ja die Ironie. Der Saturn war in Japan Segas erfolgreichste Konsole. Weltweit war der Saturn Segas mit erfolgloseste Konsole. Das ist die Ironie an der Geschichte. Das hier ist auf dem Level von Tekken 3. Nein. Tekken 3 nicht, aber Tekken 2 kann da locker gegen einpacken. Es gab in Japan einige schöne Exklusivtitel. Wie gesagt, man sieht's, glaube ich, dass ich nicht spielen kann. Ich entschuldige das. Ich bin nicht gut in dem Spielen. Ne? Aber Sega hat da wirklich das komplette Kaliber gezogen. Ne? Also der Saturn hatte ja zwei CPUs im Master-Slave-Modus. Eine CPU wurde pro Kämpfer verwendet. Die Hintergründe, das finde ich mit am härtesten. Der CD-ROM-Controller vom Saturn, der ist mit 20 MHz getaktet und die Hintergründe werden von dem CD-ROM-Controller tatsächlich berechnet. Technisch ist das Ding ein absolutes Meisterwerk. Hm? Nicht nur heute. Dead or Alive One gleich noch, mein Lieber. Es gibt Spiele, in denen du gut bist. Beischlafe sie sich, ne? Ich wiederhole dich, ich erinnere dich gerne an diesen Satz, wenn du das nächste Mal Kaizo spielst. So. So. Also später Marvel vs. Street Fighter oder Darkstalkers 3. Darkstalkers 3 gibt's nicht, aber Vampire Savior und Darkstalkers 2. Aber das, ich sag mal, das eigentliche Spiel, welches auf dem Saturn zeigt, sag mal, wo der Frosch die Locken hat, das ist X-Men vs. Street Fighter. Das werden wir heute auch nochmal sehen. Das Spiel braucht auch die 4MB-Erweiterung für den Saturn. Die haben wir drin. Und es sieht pornös aus. Aren't you about ready to go home now? Die Capcom Games, ja, generell die Capcom Games und auch die SNK Ports sind auch technisch extrem beeindruckend. Kleiner Großkotz der Lion. So. Marvel Super Heroes vs. Street Fighter ist dann der Nachfolger. Ja. Im Endeffekt ist X-Men vs. Street Fighter der erste Teil der Reihe. Der hat auch schon tatsächlich diesen Team-Battle-Modus und diese extremen High-Jumps. Der kleine Großkotz. Auch so Details, dass sie die Mützen hier vom Kopf hauen kann, ey. Ja, da hat sie mich geringoutet. Interessant, dachte, dass man X-Men die Arcade-Version und Marvel Super Heroes die Home-Version. Nee, das sind alles Arcade-Dinger. So, die Tini möchte Mystic Quest sehen.
Da habe ich tatsächlich jetzt das Remake ein bisschen jetzt gespielt gehabt. Es gibt für die PS Vita einen, das Mystic Quest Remake, was tatsächlich ziemlich gut geworden ist. Das kann man da spielen. Auch sehr schön. So. Ja. Was ich bei dem Spiel hier noch sehr, sehr merkwürdig finde, ist, dass das Spiel kein 3D-Roaming hat. Das haben sie ja erst mit Virtua Fighter 3 eingeführt, dass man in die Tiefe ausweichen kann. Das geht hier noch nicht. Meine Fresse, Jeffrey ist der Unterschied ja echt heftig. Den hatten wir ja schon im ersten Teil gerade mal kurz gesehen. Der sieht hier ja jetzt wie ein Mensch aus. Nicht wie eine zerdrückte Cola-Dose. Ne, nicht der 8-Way-Run. Du hattest bei Virtua Fighter 3 TB einen extra Button, um in die Seite auszuweichen. Ich glaube, der erste Prügler, der den 8-Way-Run richtig effektiv genutzt hat, das war tatsächlich Soul Calibur. So. Es ist noch Suppe da. Ein wunderschönes Suppchen. Ich will Soul Calibur. Ja, ich müsste mal schauen. Also meine Dreamcast ist gerade beim Modder meines geringsten Misstrauens. Da warte ich ja auch noch drauf, dass der fertig wird. Weil meine Dreamcast bekommt jetzt einen HDMI-Mod. Und sobald das Ding wieder da ist, dann könnt ihr euch drauf verlassen, das Ding wird angeklemmt. Tekken hatte dann eher den Sidestep. Ja, mit Tekken 3 haben sie es eingeführt, korrekt. HDMI-Mod, ja. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil ich meine, das Bild war mit VGA schon. Aber ich bin gespannt, wie es mit HDMI dann aussieht. Ich finde das trotzdem pornös, wie das Bild ist. Für ein analoges Bild extrem beeindruckend. Ja. Mal eben drei Viertel der Energie weg. So, erstmal den Ninja hier die Gesichtsleiste neu anordnen. Ne, hat er bei mir getan. So, ich würde sagen, genug Wirtschaftsfighter. So. Dann würde ich sagen, dann schmeißen wir jetzt mal die ersten 2D-Sachen hier an. Dann kommen dann wieder Autos, vor allem für die Roadcuts. Ja, mal schauen. So, jetzt lassen wir mal die 2D-Muskeln spielen. Ich überlege gerade, was wir nehmen. Was nehmen wir denn? Okay, man kennt es zwar von der PlayStation 1, aber ich finde den Saturn-Port davon echt extrem cool. Rayman auf dem Saturn, oh ja. Wie spielt sich Warcraft 2 denn? Tatsächlich ganz ordentlich. Hat sogar Mausunterstützung. Rayman ist ja noch nicht mal ursprünglich ein PS1-Spiel. Das ist ein Jaguar-Spiel. Das ist ja später portiert worden. Jaguar. Jaguar war das. Nur mangels Erfolg der Konsole dann später dann doch mal portiert worden. Atari Jaguar, eine Pseudo-64-Bit-Konsole.
die zu Recht untergegangen ist, muss man leider sagen. So, ich muss ein bisschen leiser machen. Aber hat seine Liebhaber. Eine Konsole ohne Games, bis auf Babsi, ja. Hi, folks. Ein wunderschönen Flash. Der Controller ist ja wild. Der auch. So, und ich finde, hier sieht man jetzt wirklich hervorragend, wie kristallklar das Bild ist. Und ein wunderschöner Ninja. So, auch wenn ich den Hundewelpen wieder töte, ich zock hier gerade auf verfickter Originalhardware. Guckt euch das Bild mal bitte an. Das ist der Hammer. Na Ninja, wie ist es? Von wann ist das? 95. So, das Bild ist der Knaller. Ist ja auch Sega, was erwartest du? Frag mich in 3 Wochen, falls ich noch neben und Urlaub habe. Ach du Scheiße. So viel zu tun momentan. Sehr nice detailliert, wenn ich Clockwork Knight dagegen halte. Ja, das hatte ja so ein 2,5D-Look. Aber es gab ja noch andere, diesen Vorgänger von Lomax. Mir fällt gerade der Titel nicht ein. Der sah ja auch pornös aus. Sobald die Beta-Phase vorbei ist, werde ich auf dem Mr. FPGA einige Saturn-Titel mal nachholen. Erstmal einen wunderschönen Kolbe. Und ja, da warte ich auch mehr oder weniger drauf. Das Problem ist, ich werde dann aber auch ein Dual-RAM-Board dann brauchen. Ich grüße dich. Was verschlägt dich hierher? Fasching Karneval, ich liebe es, wenn es in der Hölle schmort. Raymond, das weckt Erinnerungen, ja. Ach, Retro verschicke ich immer wieder zu den Retro-Gamern. Ja, erstmal mein aufrichtiges Beileid, dass es tatsächlich hierhin verschlagen hat. Woran erkennt man, dass es Sega ist? Ist richtig, es ist einfach. Was? Die Bildübergänge sind auf der PS1 nicht korrekt. Das Problem ist, dadurch hast du aber mehr Ladezeiten. Ich weiß nicht, warum Ubisoft das da eingebaut hat. Die kannst du nämlich nicht skippen. Hallo, Onkel. Und ein wunderschönen Kolbe. Dankeschön für deinen Follow. Einfach im Sinne von Schwierigkeitsgrad, das Rayman wird noch so richtig räudig. Ja, allerdings. Die Fichte hat es ja vor kurzem durchgespielt. Das ist schon ziemlicher Krebs gegen Ende. Also waren sie nicht so schlau, die Ladezeiten während der Übergänge zu machen? Vermutlich nicht. Ich weiß auch nicht warum. Es ist überhaupt nicht nötig. Eine Frage zu antworten. 6 Tage Woche plus jeden Tag 30 Minuten, wenn es gut läuft, 909 Minuten Maxling. Ach du Kacke. Auch der Mittelteil ist nicht ohne. Ja, es ist definitiv kein leichtes Game. Es ist wunderschön, aber dieses Spiel ist aus der Hölle. Bitte, bitte. Ja,
Erinnere mich gerade schon mal an Plock, was ich mehr gezockt habe damals. Ja, nur, dass ich Plock damit nicht anlegen kann. Also, das ist ein Spiel, was auf dem Super Nintendo so einfach nicht möglich gewesen wäre. Ich kann mich noch an das Musiklevel, besonders den Boss erinnern. Was habe ich damals geflucht? Ja, willkommen im Club. Das Problem ist, das Spiel zieht wirklich innerhalb von 4 oder 5 Leveln den Schwierigkeitsgrad dermaßen hart an. Der SNES ist super für eine 16-Bit-Konsole, aber das hier ist 32-Bit. Das ist kein Vergleich. So. Zum Thema von eben, hat mich heute schon aufgeregt. Post hat gemeint, mein Paket zur Filiale zu tragen. Was ist drin? Einiges für meinen Mister, der zweite RAM-Block. Ja, das ist natürlich widerlich. Ja, im Endeffekt sage ich mal, ich warte jetzt eigentlich nur noch, bis der Saturn-Core aus der Beta-Phase raus ist. Dann werde ich mir auch ein Dual-RAM-IO-Board holen. Und dann einen zweiten RAM dann reinhauen. Vorher macht das einfach keinen Sinn. Nein. Wobei der Trend geht ja eh zum zweiten Mister. Ja, wie gesagt, für mich stellt sich halt eben noch die Frage, wie lang es dauert, bis der Saturn-Core fertig ist. Also der ist ja noch sehr, sehr Beta. Majora's Mask sollte ja ursprünglich auf CD landen mit dem DD-Modul. Das wäre ein Disk Drive. Nicht CD. Und ja, aber auch F-Zero X gab es ja tatsächlich ein Add-on zu. Aber das Disk Drive ist für mich ein Paradebeispiel für verkackte Hardware-Einführung. Das ist das 3DF-Modboard, was ich noch zusätzlich bestellt habe. Kann man zwei Mister nutzen, um beispielsweise bei PlayStation Link-Kabel zu simulieren? Leider nicht. Da war die Kommentar, packt es noch nicht so weit, als damals so ein Discman 50 Mark gekostet hat. Ja, das stimmt so nicht. Das 64DD kam 99 raus und da gab es die PlayStation 1 schon fast 5 Jahre. Der Steingolem in den Bergen und die Valkyrie waren extremer Abfuck. So Details, sag mal, dass die Augen wegfliegen, ne? Ne, oder sowas halt. Also witzig gemacht ist es, das ist halt nur brutal schwer. Ein bisschen was erledigen. Alles klar, mein Lieber. Dann viel Spaß im Lurk und bis später. Wie schnell wollen Sie es? Ja. Pew, pew, pew.
Fichte, siehst du eigentlich irgendwelche Unterschiede zur PS1-Version? Weil ich kenne die PS1-Version jetzt nicht so gut. Die Geräusche. Ja, stimmt. Die Geräusche und die Levelübergänge sind ein bisschen anders. So, ich überlege gerade. Speichern tut er, glaube ich, von alleine. Stimmt, gespeichert sein dürfte jetzt. So, die PS1 leicht verwaschen und ruckeliger in Erinnerung. Ja, das hier läuft mit 60 Frames tatsächlich. Da merkst du aber halt eben, das ist halt Saturn, ne? 2D-Hardware. Sonst ist mir nichts aufgefallen. Okay. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal die 2D-Muckis spielen, und zwar so richtig. Jetzt packen wir nämlich mal ein Game mit RAM-Erweiterung aus. Und zwar nehmen wir Samurai Showdown 2. Ursprünglich ein Neo Geo Spiel. Das benötigt eine 1 MB RAM-Erweiterung, damit das auf dem Saturn ordentlich läuft. So, wir machen es ein bisschen leiser, weil, leichter, weil das Spiel ist brutal schwer. Wo noch 1 MB richtig viel war. Ja, ich meine, die Konsole selber hat, glaube ich, 4,5 MB RAM. Mit der 1 MB RAM-Erweiterung hat man tatsächlich schon ein bisschen was reißen können. So. Ich meine, es kommt nicht an die Neo Geo Version dran, nicht ganz. Aber es ist schon verdammt beeindruckend. Als der RAM noch nicht in Nanometer, sondern Zentimeter hergestellt wurde. Aber guck dir mal bitte an, wie gut die durchanimiert sind. Ja, und selbst jetzt macht die mich noch frisch. Wenn Schatten kriegt man ja Augenkrebs. Oh. Wie würdest du diese Version mit Neo Geo vergleichen? Es fehlen ein paar Animationsphasen. Dafür ist der Sound besser. Die Hintergrundmusik ist um einiges besser als beim Neo Geo. Mit dem Farbfilmern haben sie es übertrieben. Ja, das war auf dem Neo Geo aber auch schon so. Aber guckt euch das mal an, wie detailliert das ist, ey. Das ist unfassbar. Da flackert es, da macht einen Knoten in den Augen. Ja. Leider ja. Aber wie gesagt, das flackert auf dem Neo Geo auch schon so. Musik ist witzigerweise besser als die Kampfgeräusche. Ja, das Problem ist, es klang auf dem Neo Geo schon so scheiße. Aua! Da hat er mich frisch gemacht. Ja.
Ein wunderschönen Kimi, ich grüße dich. Was geht hier ab? Sega Saturn geht ab. Virtua Fighter war allerdings deutlich flüssiger. Ja, das kannst du auch nicht vergleichen. Virtua Fighter ist ein 3D-Prügler. Und Samurai Showdown ist eigentlich auch bekannt dafür, dass es eher ein gemächlicheres Spiel ist. Die kannst du nicht vergleichen, die beiden. So, einen machen wir noch. Dann nehmen wir ihn immer. So. Der sieht aus, als ob der schnetzeln kann. Das kriege ich schon hin. Ich finde das ja der Hammer, wie der animiert ist. Ich meine, guckt euch mal an, wie der sich bewegt. Das ist der Knaller. Aua! Das ist der gefühlte Wolle nur als Samurai, ja, so in etwa. Samurai Showdown muss ich tatsächlich auch mal ein bisschen mal mit auseinandersetzen. Es ist interessant, aber es ist schwierig zu spielen, finde ich. Es spielt sich halt anders als ein Street Fighter oder so. Ne? Schaut schon toll aus mit den ganzen Effekten. Wie gesagt, dann musst du es mal auf dem Neo Geo sehen. Das sieht auf dem Neo Geo noch ein bisschen imposanter aus. Aber es ist halt faszinierend, weil das war eigentlich, sag mal, in Anführungszeichen die erste Home-Hardware, die das tatsächlich geschafft hat, die Neo Geo Games einigermaßen akkurat abzubilden. Aber wie gesagt, freut euch mal auf X-Men vs. Street Fighter. Das Spiel ist optischer Porno. Weil die schweren Treffer hier auch, sag ich mal, so, schön in Szene gesetzt werden. Also, dass der Spieler wirklich so richtig langsam wird, das ist tatsächlich gewollt. Das soll so aussehen. Autsch! Ist interessant, finde ich gerade das Gefühl, alle Spiele weniger Hintergrundebenen haben als der Mega Drive. Das Mega Drive konnte aber maximal 3 Stück nur darstellen. Okay, was ist das jetzt hier? Ja, da wurde ich gerade gemetzgert. Beim Spiel merkt man das auf jeden Fall, dass der Effekt Absicht ist. Ja. So. Dann gehen wir mal ins nächste. So, jetzt nehmen wir nämlich eine Reihe, die auf dem Saturn ihren Ursprung hat. Das war sehr, sehr lange Saturn-exklusiv, bis es dann auf die PS1 portiert worden ist. Und ja,
leider auch nur, sag ich mal, es nur in Japan auf dem Saturn geschafft hat. Wir reden natürlich von Bouncin' Boobs oder auch Dead or Alive. Und da muss ich leider sagen, die Saturn-Version zersägt die PS1-Version. Und ein wunderschönen Safros, ich grüß dich, mein Lieber. Da kommt er direkt Safros rein, sag mal, Hupen-Content und Safros kommt direkt rein hier. 27 Wahnsinnige mitgebracht. Ja, Showcase auf jeden Fall. Wie ist es? Was macht der Olaf? Zeig mal her, das gute Ding. Ja, machen wir doch. Dead or Alive habe ich gerade reingeschmissen. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Und ein wunderschöner Mila. Wie ist es? Und ein wunderschönen Minden, meine Herren. Nur die Elite heute hier. Unfassbar. Alles frisch bei uns und selbst so, ja, ich habe gute Laune. Ich muss sagen, wie gesagt, der Saturn überrascht mich sehr. Ist ein schönes Teil, macht Spaß. Dead or Alive, wo das Game noch gut war. Es war nie schlecht. Es war nie schlecht. So. Game Config, Level. So, nehmen wir mal den Pimmelmodus. So, da ist er auch schon, der schaut aus. Alles klar, Ninja, dann gute Nacht. Danke fürs Reingucken, mein Lieber. So, der Bouncing Boobs Simulator. Dead or Alive 3 auf der Xbox war grafisch der Hammer damals. Das waren sie alle. Das waren sie alle. Dead or Alive 2 auf der Dreamcast war auch eine Offenbarung. Aber das hier ist das allererste auf dem Saturn. Ohne Morphing Textures. Ne, was natürlich auffällt, ne? Sind natürlich die wackelnden Hupen. Sicher, in die Physik ist viel Liebe geflossen. So muss sich das bewegen. Die wurden damals mit Helium aufgeblasen. Na, mit Helium würden die ja die ganze Zeit so stehen. Ah, Moment. So ist besser. Ja, boingi boing. Aua. So, aber da merkst du halt eben auch, das ist ein Spiel aus der Endzeit vom Saturn. Da hatten die Hardware auch im Griff. Und es sieht fantastisch aus. Es sieht wirklich fantastisch aus. Guten Boing Boing, guten Wip Wip, gut. Ich meine, ich kann mich nicht konzentrieren, weiß auch nicht warum. Das ist so wahnsinnig smooth, mega krass, 60 Frames. Wenn ich so mit Lara Croft vergleiche, war man hier deutlich weniger spitz unterwegs. Ja, man müsste eigentlich wirklich einen direkten Vergleich haben. Also viele kennen ja Dead or Alive tatsächlich überhaupt, wenn nur von der PS1. Und sorry, die PS1-Version stinkt hier gegen ab.
Da hat man halt wirklich gesehen, dass der Saturn deutlich mehr Dampf unterm Arsch hatte. Na, Extreme Volleyball ist tatsächlich Xbox. Ja, schade. Ja, das Counter-Hold-System ist hier leider nicht ganz so intuitiv. Haben richtig schöne Argumente. Ja, einen wunderschönen Saki. Gab's, glaube ich, auch für PSP. Ja, war aber leider gar nicht mal so gut. Gebt der armen Frau doch mal einen Sport-BH, das muss doch wehtun. Ah, nee. So. So, Kalibur gab es auch Bouncing Boobs, man konnte Rüstung runterprügeln. Ja, das weiß ich nicht ab welchen, ab dem dritten oder ab dem vierten. Bouncing Boobs gab es dann natürlich auch, aber das Spiel war das, was es mehr oder weniger richtig populär gemacht hat. Rüstungszerstörung gab es erst ab Soul Calibur 4? Okay, gut, da hat es mich dann auch verlassen. Also Soul Calibur 2 war der letzte, den ich wirklich intensiv gespielt habe. Ja. Man muss auch sagen, es spielt sich auch immer noch verdammt gut, aber du merkst, welchen Sprung die Reihe bei Dead or Alive 2 gemacht hat. Es spielt, also Dead or Alive 2 spielt sich wesentlich smoother noch. Hm. Das könnten wir auch definitiv mal wieder spielen. Meine Dreamcast ist ja hoffentlich bald wieder da. Kein Plan mehr, welchen Soul Calibur Teil ich da gezockt habe. Ja, da musst du tatsächlich mal C4 fragen. Der ist hier so der SC-Experte. Zumindest ab dem dritten Teil. Hat die Urlaub beim Modder meines Vertrauens korrekt? Die bekommt einen zärtlichen Pixel-Effekt HDMI-Mod. Dann habe ich da an der Front nämlich auch Ruhe. Wobei die Bildqualität bei der Dreamcast mit VGA auch schon ist. Also da ist, kann man nichts gegen sagen. Das ist jetzt wirklich Luxus. Ich fand Bayman immer merkwürdig mit seinem Kampfstil. Ja, der macht mich jetzt aber gerade nackig. War aber schon mit Nightmare, ja. Dann war Soul Calibur 1 war schon mit Nightmare. Aber was haben sie sich bei der Physik gedacht? Ja, keine Ahnung. Vermutlich als Argument für die Arcade, weil das ist ja eigentlich ein Arcade-Game. Sprich, das ist eine Arcade-Umsetzung von einem Automaten. Dead or Alive ist ein Automat ursprünglich gewesen. Ja, Sambo, korrekt. So wie alte Stil im Spiel aus Russland nennt sich Command Sambo, ja. Der Toko, ja. Hat doch was Hypnotisierendes, Ruhigendes. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Wieder ein Tentakel fertig. War noch auf der 360, dann ist es Soul Calibur 4. Soul Calibur 3 war noch PS2.
Ja, die Bella, die baut gerade ihren Stream bzw. ihre Emotes um Richtung Tentakel. So, und das war WhatsApp. Haha. So, alte Männer prügeln, das können wir. Octopus mit. Stimmt, da war ja was. So, Calibur 3 immer noch beste. Ja, da lässt sich drüber streiten. Ich mag den zweiten lieber. Aber ich müsste den dritten mal richtig anspielen, damit ich mir dann eine ordentliche Meinung zu bilden kann. Kazooie-Gasm, oh yeah. Das Schlimme ist, dass das blaue Outfit einfach so viel geiler ist, aber es ist hier nicht das Default-Outfit. Ja, GameCube ist Soul Calibur 2 tatsächlich. Haben wir auch schon mal gestreamt. Ist aber auch schon ein paar Tage wieder her. Und wie ich mich hier durchcheese, weißt du? Weil ich das Spiel hier überhaupt nicht spielen kann. So, versuchen wir die jetzt noch mal kurz frisch zu machen. Scheitern wahrscheinlich kläglich. Ja. Ich muss trotz alledem sagen, es wirkt immer noch unfassbar smooth. Schon sehr, sehr heißer Scheiß. So, ich würde sagen, genug Dead or Alive. Dead or Alive auf dem Saturn ist so geil, Japan only. Ja, schade, tatsächlich. Es hat es halt nie nach Europa, noch nicht mal nach Amerika geschafft. Oh, resette doch. Danke. So. So, aber jetzt packen wir mal was anderes raus. Nämlich auch ein Spiel, wenn die Leute es kennen, in aller Regel eigentlich nur von der PlayStation kennen. Es hatte aber auch fast ein Jahr vorher seine Premiere. So, jetzt muss ich mal kurz hier Schicht machen. Kleinen Moment, das geht mir nämlich gerade ein bisschen auf den Nerven. So. Wenn die Leute es überhaupt kennen, dann kennen sie die PlayStation 1 Version davon. Aber es hatte seine Premiere auf dem Saturn. Und das ist nämlich das gute alte Thunder Force 5. Wer kennt es? Da sieht man noch, sehe ich noch zwei Titel mit D, die man sich auch anschauen sollte. Ja, die habe ich extra für dich da reingemacht. Und einen wunderschönen Kirby! So, die meisten kennen es von der PS1 höchstens als Thunder Force 5 Perfect System. Und auch da ist die Saturn-Fassung leider ein bisschen besser. Und leider ist es auch wieder so ein bockschweres Schmupp. Schlecht sieht eigentlich Resident Evil auf dem Saturn. Das soll dann ein oder zwei Stellen sich minimal von der PS1 unterscheiden. Es ist ein bisschen ruckeliger, du hast keine echten Transparenzen. Aber es ist ein guter Port tatsächlich.
Nee, nicht Radiant Silver Gun. Das ist Thunder Force. Das ist Thunder Force. Alles klar, Tix. Dann viel Spaß im Look. Boah. Wie es mich hier einfach mal zerstört, ey. Also wer es nicht kennt, kann es aber auch auf der PS1 wirklich genießen. Es ist ein hervorragendes Schmupp. Alleine schon der Effekt, wenn du das Wasser streifst. Mega witzig. Thunder Force 5, das ist doch der Hammer, ja. Ich mag diese typischen 90er Feuer Explosions, ja. Also wenn ich zwei Schmups aus den 90ern nennen müsste, wo ich sage, wow, die haben mich aus den Socken gehauen, dann dürfte, ne, ich müsste ein paar nennen tatsächlich. Also das wäre einmal Thunder Force 4 auf dem Mega Drive, Einhänder auf der PS1 und das hier. Scheiße! Nein! So. Was sind deine drei musst du gespielt haben für den Saturn? Das ist einmal X-Men vs. Street Fighter. Einmal das hier. Panzer Dragoon würde ich nennen. Virtua Fighter 2 würde ich nennen. Dead or Alive würde ich nennen. Also es gibt da schon ein paar. Magic Knight Ray Earth würde ich noch nennen. Die Luna Silver Star Reihe, die beiden. So lange hat das Lom noch keinen Saturn. Hatte ich auch noch nicht, aber ein paar Spiele kenne ich dafür. Sega Rally stimmt, das würde ich auch noch nennen. Also es gibt ein paar Must-Plays dafür, definitiv. Grandia 1 stimmt, aber das ist ja leider Japan-only, da brauchst du eine Fernübersetzung. We are Knights und Sonic. Sonic Air darf auch nicht genannt werden. Dieses Spiel soll in der Hölle schmoren. Aber Knights, stimmt, das sollte man auch noch erwähnen. Das ist auch noch sehr nett. Sonic Air ist eine Zumutung. Was ich hier in dem Spiel aber wirklich wunderschön gemacht finde, ist, du hast mehrere Waffensysteme und du musst auch tatsächlich durchswitchen, damit du bestimmte Passagen hier auch vernünftig meistern kannst. Hast du jemals Sonic Air gespielt? Ja, es ist ein Dreckspiel. Sorry, wenn ich das so sagen muss. Es ist ein Scheißspiel.
Nein! So, und da haut's mich wieder hier durch. What does it brighten up your day, okay. Ah. Wie ich nur Grandia 2 gezockt habe. Welcher Plattform? PS2 oder Dreamcast? Okay, dieses Spiel bricht mich gerade ein bisschen. Sicher auf dem... Stimmt, Grandia 2 gab es auch auf dem PC. Und Hallöchen. Was? Bainey spricht Deutsch. Okay. Ich spreche Englisch. Ergänzen wir uns. Gerade jetzt war auf PC. War der Port so lausig, wie ich eine Erinnerung habe? Der Sonic Air Soundtrack ist dein Wecker. Ach du Scheiße. Ja gut, aber ich glaube, das ist eigentlich das einzig Gute an dem Spiel. Wie der mal wieder den Fanboy hier raushängen lässt, ne? Unfassbar. Nein. Man muss auch mal Fan sein, man kann nicht nur ein Technik-Lom sein. Oh. Ich finde, man kann beides sein. Ich finde, man kann beides. Nein! Ihr kleinen Facker! Aber zu welchem Preis? Frag Nina Sonnenschein. Teurer, teurer. Nein, hat er mich doch noch erwischt? Verdammt. Es ruckelt aber ganz schön hier, ey. Leck mich am Arsch. Da zockt man die drei guten auf Games, auf jeder Plattform muss die nächste modden. Ah, stimmt, da war ja was. Ich bin jetzt fast fertig, du Arsch. So. Du spielst ja nur den Aussatz, den keiner haben möchte. Weißt du, das Schlimme ist, er wirft mir das jetzt gerade vor, sag ich mal, aber er spielt eigentlich nur den Scheiß. So. Dann tun wir mal dem einen Ösi einen Gefallen. Hast jetzt alle 12 guten Games, die es gibt, durch. Ja, reicht doch auch. Meine Lebenszeit ist zu scheiße. Ist zu scheiße. Meine Lebenszeit ist zu schade für schlechte Spiele. So. Jetzt spielen wir mal den Doom-Port. Ja, gut. Aktuell sind, glaube ich, 4 Ösis hier. Wenigstens gibt das zu. Ja, das auf jeden Fall. So. Doom, meine Damen und Herren. Den habe ich noch nicht mal angespielt bisher auf dem Saturn. Also ich bin mal gespannt, wie er ist. Ja, nicht ganz, ne? Also das Intro ist von der PlayStation 1. So. Attack, use, strafe on. Das hätte ich ganz gerne andersrum.
Speed finde ich ganz gerne auf Y. Okay. Ein bisschen leiser. Oh. Ja. Ja, das ist etwas sehr ruckelig. Smooth sieht anders aus, ja. Bei Doom als Exhumed Power Slave hat eine fantastische, sehr eigene Version auf dem Saturn. Ja, es läuft, aber nicht gut. Sound aus der Blechbüchse. Das spielt man noch am 32. Ach du Scheiße, geh kacken. Oh, Alter. Immerhin nicht nur ein Viertel Bild wie beim 3DO, ja, so in etwa. Die 3DO-Version ist ganz, ganz fürchterlicher Krebs. Also das ist neben der 32X-Version die schlimmste. Das könnte Mama richtig sagen. Ja, ich bin ja dafür, dass Mama das tatsächlich mal auf dem 32X spielt. Ganzes Bild, aber Viertel Framerate. Ne? Zurück in die Steinzeit. Framerate ist überbewertet. Das Schlimme ist, jetzt läuft es flüssig. Solange man nichts sieht, läuft es flüssig. Sobald du was siehst, 20 Frames die Woche. Und da ist man ja richtig dankbar über die PS1-Version. Lecco mio. Mache ich, wenn Lom Sonic Air durchspielt, am Arsch. Bevor ich mir den Krebs freiwillig antue. Boah, ey, 20 Frames die Woche, ey. Option fürs Bild gibt's nicht, gucken wir gleich mal. Also zumindest nicht in-game. Soll die Community abschneiden? Ne. Ganz ehrlich, nein. Sonic Air spiele ich nicht. Also das Spiel ist wirklich Abfall. Das ist noch nicht mal unfreiwillig witzig, sag ich mal. Das Spiel ist einfach scheiße. Und einen wunderschönen Harley, meine Liebe. Wie ist es? Machen wir einen Performance-Mode rein. Ja, ist ja kein Emu leider. Aber ich guck mal kurz, ob man irgendwie was umstellen kann in Optionen. Nee, kann man nicht. Also es läuft echt gruselig. Ich bin sogar geneigt zu sagen, sag ich mal, dass die SNES-Fassung genauso läuft. Ne, leider kein guter Port. Muss man sagen. Da bekommt der Begriff Horrorspiel eine ganz andere Bedeutung. Oh ja. Ja, nichts zu danken, Harley. Wie ist es, meine Liebe? C64-Port, ja, schön wär's. Ist es jetzt verständlich, warum ich selten Shooter zocke? Auch es gibt tatsächlich einige gut gemachte Shooter. Also, ohne Flachs, Doom auf der PS1 geht völlig klar. Man hat sogar Speicherplatz gespart, indem man einfach mal Strukturen ausgelassen hat hier. Ja, das ist aber bei der PS1 ähnlich, weil da sind es mehr oder weniger die Mega Drive Maps, die sie da verwendet haben. Oh,
Aber ein Build-Environment für C65-Compiler in Verbindung mit Unity. Oh Gott. PS1-Version kennst du auch. Wie läuft? Super. Kann nicht klagen. Ne, aber der Port ist gruselig. Beide Versionen auf der PS1 gehen klar. Bei Ultimate ist halt TNT mit dabei. Sicher? Ich meine, das ist bei Final Doom. Ich meine, das ist bei der Final Doom mit drin. So, aber... Das muss nicht mehr sein. So, dann schauen wir uns aber mal tatsächlich mal einen technisch etwas besseren Port an. Der ist nämlich tatsächlich ganz ordentlich. Das ist Lord Herzog Atomisiere Sie dreidimensional. Dann durch den C65-Compiler drücken. Gibt eine gute C65-128-Doom-Wurst. Dieser Port ist nämlich von Lobotomy Software. Und die haben auch das gute PowerSlave bzw. Exhumed auf dem Saturn verbrochen. Und der ist tatsächlich ziemlich gut. Wie lange habe ich den Saturn jetzt schon? Also den Saturn selber habe ich jetzt, glaube ich, seit 4 oder 5 Monaten, aber fertig ist er seit einer Woche. Doom gibt es einen ROM-Hack, der die Fehler alle ausgleicht. Müsste man sich tatsächlich dann auch nochmal zu Gemüte führen. So. So, ich spiele im Pussy-Mode. Gibt's auch die PSX-Version schon komplett in GZ-Doom nachgebaut. So, das hier läuft richtig ordentlich. Man guckt's euch an. Ja, wenn die Community was macht, dann regeln die normalerweise auch. So, wie gesagt, das hier läuft richtig ordentlich. Man zockt nicht Mario Kart Wii. Absehbarer Zeit vermutlich nicht. Ist das dieses Far Cry 6? Ja, könnte man vermuten. Grandma, that's the only way she can hear. So, ich hier einfach mal Facetank spiele. Ich kann es einfach nicht spielen. Also ich kann gar nicht mehr kommen. Wie gesagt, der Port ist ordentlich. Gut, ein bisschen entschärft, ne? Sieht besser aus als der PS-Port. Ja, das war auch tatsächlich die einhellige Meinung damals, dass der Saturn-Port da der beste war. Erstmal zusammentreten. Pumpe. Mhm. Ziemlich dunkel hier. Man sieht aber, dass technisch getrickst werden musste bei den Türen zum Beispiel. Ja, ja.
Es ist ja nicht dieselbe Engine. Ne? Das ist nicht die Build, sondern das ist die PowerSlave Engine, mit der das Ganze hier nachgebaut wurde. Ich spiele es lieber, erinnert mich an meine ersten LAN-Partys. Boah, geh kacken, du Schwein. So. Haben wir hier. Sprachausgabefehl, wenn man den Holoduke ansammelt, dann sagt er was mit Selbstspielen. Nee, das war eigentlich, wenn er den Duke-Automaten irgendwie untouched. So, don't have time to play with myself oder sowas, ne? Genau. Rockin. Aber da bin ich nicht tief genug drin. So gut kenne ich Duke nicht. Rotlichtbezirk, wow. Ja, wenn man einfach mal so komplett out of ammunition ist. So. This building condemned. Gott, geh doch sterben. So. Und ein wunderschönen Helchino. Ich grüße Sie, wie ist es? Mal die Munition wieder ständig aus ist. Ich spiele mir hier gerade einen Scheiß zurecht, ey. Tino Weset, Wochenende gut gestartet. Na, da fehlt das. Ah, much better. Passt, gerade mal 5 Minuten Mittagspause genießen zwischen Kindern und Haushalt. Bei dir läuft's. Och, ich kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen. Ich habe Wochenende. Ich kann endlich mal ein bisschen ausgiebiger mit dem Saturn spielen. Mir geht's hervorragend. So, wir sind fast tot. Ja, wir sind tot. Okay, genug Duke? Oder wollt ihr noch ein bisschen was sehen? Ist niedlich zu sehen, wie jemand zum ersten Mal da durchwuselt. Ja, ja. Kann ja nicht jeder, sagen wir, das Spiel praktisch blind spielen. Wann spielst du das Spiel eigentlich mal blind? Oder mit einem Auge zu? Ich mach da gerne mit dem blind spielen. Danke. Erste Episode kann ich bald speedrunnen. Ja, ich merke das schon. So. Okay. Ja, und direkt wieder tot. Redneck Rampage, oh ja. Ja, ich merke es, ich kann es halt gar nicht und ich kenne es auch gar nicht. Also wenn ich es, glaube ich, mal ein bisschen ausgiebiger spielen wollen würde, würde ich wahrscheinlich die PC-Version nochmal machen. Geh doch kacken, so. Nicht unlocked. Jo. Und wahrscheinlich sterben wir jetzt direkt wieder. Ja. Suppe war lecker, leider habe ich jetzt nichts mehr. Wegen mir gerne noch Next Game. Es fehlen ja noch einige Perlen. Oh ja.
Dann würde ich nämlich sagen, packen wir jetzt mal noch 3D raus, noch und nöcher. Na komm, ich will resetten. Ne, kann ich nicht in-game resetten. Alles klar, dann müssen wir die Hardware mal resetten. So. Ah, herrlich, 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 herrlich. Herrlich, genau, herrlich. So. So, ich würde nämlich ganz gerne jetzt mal das gute Panzerdragoon auspacken. Jetzt kommen die richtigen Perlen. Oh, 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 oh. You ain't seen nothing yet. Na, ich glaube, das muss ich ein bisschen lauter machen. Ich spiele im Pussy-Modus. Mit reinfinden. Ich habe das Spiel tatsächlich nur das Remake bisher gespielt. Das Original kenne ich gar nicht, also zumindest nicht selber gespielt. Aber es sieht immer noch fantastisch aus. Saturn höre, denke ich sofort an Panzer Dragoon. Ja, Saturn sind bei mir eher andere Spiele tatsächlich. Also Saturn ist für mich, wenn ich Saturn irgendwie höre, das ist Virtua Fighter für mich. Keine Ahnung wieso. Ich kenne das, glaube ich, nicht außer den Streams. Es gibt davon ein hervorragendes Remake für, ich weiß nicht, ob es bei Xbox gibt, aber es gibt es zumindest für die PS4 und für die Switch. Und die sind wirklich gut. Die sind wirklich gut. Wenn du auf schön gemachte Rail-Shooter stehst, ist das dein Ding. Switch, PS4, Windows, ja, dann Xbox, perfekt. Wenn du das irgendwann mal im Sale siehst, dringende Kaufempfehlung. Sehr, sehr schöner Rail-Shooter. Guter Klassiker, schön gealtert. Remix haben auch noch angepasste Steuern, da kann man sich auch gut austoben, ja. Wobei sich das hier auch ziemlich gut spielt. Das Einzige, was man tatsächlich ein bisschen merkt, sag ich mal, es spielt sich ein bisschen ruckelig mittlerweile. Aber es spielt sich immer noch sehr gut. Ich muss jetzt mal sagen, das hier spielt sich tatsächlich auch ein bisschen angenehmer als ein Star Fox 64. Retail gibt es nur für die PS4 und für die Switch. Wen interessieren Retails? Da konnte der Saturn zeigen, was er konnte. Die PS1 konnte ja so riesige texturierte Flächen nicht gut darstellen. Jein. Da musste man mit höherem Polycount arbeiten, aber ja. So, das kann man doch mit Sicherheit einsammeln, ne? Ne, kann man nicht. Schade. Wie gesagt, also der Saturn war schon ziemliches Powerhouse. So ist es nicht. Nur das Problem ist, die meisten konnten leider mit der Hardware nicht gut umgehen. Das ist leider das, woran der Saturn immer so gekrankt hat.
Gute Transparenzeffekt konnte der Saturn noch nicht, da war die PS1 deutlich überlegen. Ja, jein. Der Saturn konnte... Ja, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Der Saturn konnte Transparenzeffekte zwar, allerdings nicht auf Polygonebene, sondern nur auf Background-Layer-Ebene. Also sprich, es gab einen Background-Layer, mit der der Saturn Transparenzen darstellen konnte. Das Problem ist, die meisten waren zu faul, das entsprechend umzusetzen. Also es gab durchaus Spiele mit ordentlichen Transparenzeffekten, aber die meisten haben es nicht gemacht. Ja, deswegen hast du bei dem Saturn bei den meisten Transparenzeffekten so Fliegengitter. Ja, wenn man jetzt mal was sehen könnte. Dafür hast du beim Saturn halt dieses für die PlayStation typische Texture Wobbling nicht. Durch das Fliegengitter weniger Bugs. Oh Gott, geh kacken. Ah, okay, ich glaube, so schießen geht schneller. Hier auch nochmal. Danke. Sehr schön. Aber leider auch, wie gesagt, so ein Game, was ja außerhalb dieser Saturn-Bubble irgendwie kein Schwein kennt. Und ich muss sagen, es sieht tatsächlich immer noch recht hübsch aus. Panzer Dragoon 1 und 2 und Saga sind klasse. Ja, Saga habe ich ja tatsächlich auch hier drauf und das möchte ich auch tatsächlich ein bisschen intensiver mal spielen, aber nicht on-stream. So, das mit der 3D-Umsicht, das ist noch ein bisschen komisch gelöst. Da merkt man leider ein bisschen das Alter. Das waren so die ersten Gehversuche in der Richtung. Saga ist doch auch sehr selten als Retail. Ja, sau selten nicht, eher astronomisch teuer mittlerweile. Also da müsste ich mal schauen, aber ich meine, das war ein hoher dreistelliger Betrag mittlerweile. Es gibt ja leider einige Saturn-Games, die mittlerweile echt brutal teuer sind.
Aber jetzt, wo ich das hier wieder spiele, bekomme ich echt Bock darauf, das Remake dann mal wieder ein bisschen weiter zu zocken. Das teuerste war ja Magic Knight Ray Earth. Ja. Das Schlimme ist, das hast du relativ gut bekommen zum Launch tatsächlich. Das war nicht so das Problem. Aber das hat damals irgendwie kein Schwein interessiert. War aber auch ein hervorragendes JRPG damals. Was leider keine Portierung oder sonst irgendwie was danach erhalten hat, was wirklich schade ist. Die 1000 Euro ist ja nix. Ja, ja. Das für einen lausigen Datenträger, ey. Andere zahlen 4 Euro am Flohmarkt dafür. Ja, so nett war. C4 spielt wieder Weep-Sachen mit Waifus. Soll ich die Handschellen holen? Nein. Für die Waifus vielleicht. So. Kann man aber, glaube ich, nicht ausweichen, ne? Hm. Und das hier hat so ein bisschen was von Space Harrier gerade, finde ich. Zwei Stück ohne davon. Okay. Das riecht so ein bisschen nach Boss. Game muss damals optisch echt der Shit gewesen sein. Joa, war schon eine Augenweide damals. Es war schon eine Augenweide. Okay, da haben wir aber einige diesmal jetzt verpasst. Schiff haben wir doch gerade abgeknallt. So, okay. Weg ist es. Schon wieder einer. So, der ist tot.
Aber ich kann verstehen, weshalb das Spiel so eine große Fanbase hat. Das ist was sehr Eigenes. Einzig die 360-Grad-Sicht, die ist heute ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber sehr cool gemacht. Bin mal im Lurk, PSVR vorbereitet. Wir zocken halt am Gran Turismo in VR und Racing. Heißer Scheiß. Dann viel Erfolg, mein Lieber. Bis denne. So. Ich würde mal sagen, dann packen wir jetzt aber gleich mal das nächste Spiel raus. Ich habe da nämlich noch was in der Pipeline, von denen viele Leute gar nicht wissen, dass es davon überhaupt einen Saturn-Port gibt. So, das heißt, wir resetten jetzt mal. Ach, nicht einen Saturn-Playstation-Port, verdammte Axt. Nein, ich spiele keinen Rotz, den lasse ich dir. So, es gibt nämlich von Wipeout 2097 einen Sega Saturn Port. Und der ist auch gar nicht mal so schlecht. Ja, ist gut, aber bei einigen Strecken sieht man hier sehr gut das mit dem Dithering statt Transparenz. Ja. Es läuft auch leider nicht ganz so flüssig. Es läuft auch leider nicht ganz so flüssig wie die PlayStation-Version. Aber es ist ein guter Port. Ne? Und kein Prodigy im Soundtrack. Das ist für mich eigentlich so das größte Manko. Three, two, one, go. Ja, wie gesagt, also es läuft nicht ganz so flüssig wie auf der PS1. Und dann noch ein ordentlicher Port. Wipeout gibt es halt nicht schlecht. Dem muss ich widersprechen. Also es gab schon ein paar Wipeouts, die nicht ganz so geil waren. Also ich finde beispielsweise Wipeout 3 auf der PS1 nicht so toll. Ne, aber hier sieht man halt eben auch, sag mal, dass die viel mit dem Dithering bzw. mit dem Fliegengittern gearbeitet haben. Nicht wegen DMCA, die haben einfach keine Lizenz dafür gehabt. Wie gesagt, Wipeout 3 mag ich nicht und ich mag, ich weiß nicht, ob das jetzt Pure oder Pulse war auf der PSP, das fand ich auch nicht so dolle. Ich kenne dafür ja auch genug Leute, die Wipeout auf dem N64 nicht mögen. Shoot, energy, wow.
Doch, die Musik, die Version hat Musik. Die ist jetzt gerade noch ziemlich leise. Kannst mal ein bisschen lauter machen. Die PS1-PAL-Version hatte einen netten Bug. Wenn man in den Optionen die Waffen ausgestellt hat, hatten alle Gegner keine mehr. Was laut Bildschirmmeldung nicht so sein sollte, selbst in der Kampagne. Man hatte aber selbst welche. Ja, bitte, Asuka. War durchaus brauchbar. So. Ja, was wollt ihr noch alles auspacken? Erste PSP war nicht ganz gebacken, aber das zweite war Liebe. So würde ich ganz schlecht bezeichnen. Ich persönlich bin kein Fan von Fusion, aber trotzdem okay. Schlecht nicht. Also Kacke würde ich auch nicht sagen, nur halt nicht so gut. Und das ist halt bei Wipeout 3 halt eben auch so. Den finde ich nicht ganz so gut. Also ich finde, da kommt auch dieses Gefühl von Geschwindigkeit oder von Fliegen einfach nicht so auf wie hier. Was das betrifft, ist der Teil hier und die Omega Collection immer noch mein Lieblingsteil. Jo, weggesprengt. Omega Collection ist... Oh ja, gerade in VR. Gerade in VR ist es hervorragend. Das ist eine Offenbarung in VR. Und ich hoffe und bete, dass es ein PSVR 2 Upgrade dafür geben wird. 3, 2, 1, go! So. Weil jetzt bei der Strecke merkt man definitiv die etwas ruckeligere Framerate. Also ich finde es ein bisschen unangenehm zu spielen dadurch. Ich denke mal, da gewöhnt man sich aber irgendwann dran. Es wirkt halt nicht so smooth wie auf der PlayStation. Ne? Hab in Wipeout im Cockpit auf den transparenten Strecken meinen Magen auf VR abgehört. Oh ja. Also danach, wenn du das überlebt hast, dann bist du VR safe. Hier eigentlich noch mit. Ja, einmal durch alle Minen durch. Wir nehmen mal alles mit. Auf dem Handy ist es Crips, okay, wunderbar. So,
Und geh doch aus dem Weg, du Sack. Das ist ganz schön laut, Moment. Komm. So, jetzt erkennt man noch den PlayStation 1 Soundtrack. Nein! Schön, sehr, sehr schön. So, ich würde sagen, eine machen wir noch. Phoenicia Park in Germanien. Naja, aber da sieht man halt durchaus, wo das Spiel seine Roots hat. Das merkt man bei dem Spiel leider, dass es eine PS1-Portierung ist und dass die Hardware nicht so ganz dafür ausgelegt ist. Merkt man leider. So. Aber ich denke, dennoch hätte ich es damals vermutlich gespielt, wenn ich nichts anderes gehabt hätte. Ja, wir nehmen einmal die komplette Wand hier mit. Ein Quake sieht immer noch geil aus. So schlecht? Nee, es sieht nicht schlecht aus. Das habe ich nicht gesagt. Es ist halt nur leicht ruckelig. Das ist halt das, was mich ein bisschen hier gerade dran stört. Schlecht sieht's nicht aus, ohne Frage. Nur man merkt es halt eben, dass das Spiel nicht für diese Plattform entwickelt worden ist. Das merkst du. Jetzt ist ein Turnspiel aufgeregt, hier hätte ich es wahrscheinlich Turnstück hingenommen, gut genug. Ja, sehe ich genauso. Wobei, ich müsste mal gucken, ich meine, dass die japanische Version davon ein bisschen flüssiger läuft. Aber punktgenau. Gelingt es auch tatsächlich nicht so zu antizipieren, wo die jetzt gerade langfliegen, dass man dran vorbeigeht. Das fällt mir hier ein bisschen schwer bei der Version. Pause, nur noch eine dann. Nicht schlecht. So, ich würde sagen, jetzt packen wir mal die 2D-Keule aus. Transparente Schweife im Gegner fehlt halt. Da hat man bei der PS1 gut gesehen, wo die langfliegen. Ja, das ist halt
bisschen ungewohnt hier. Ich denke mal, man gewöhnt sich da mit Sicherheit dran, wenn man es ein bisschen länger spielt. Damals habe ich flüssig auch noch nicht so wahrgenommen wie heute. Von teils 15 Commodore, 5 FPS, ist alles irgendwie flüssig. Das Hallo, stimmt Onkel. Wohl. Und ein wunderschönen Green Phantom. Ich grüße dich, wie ist es? So, ich würde mal sagen, dann packen wir mal die 2D-Keule aus. Fatal Fury Real Bout Special. Gleiche Problem hat auf der PS1 der Vorgänger auch. Das hat der Nachfolger deutlich besser gemacht. Ja, in jeglicher Hinsicht. In jeglicher Hinsicht. Wipeout 2097 war für mich, für die Generation, das ultimative Wipeout. Da kam auch nichts anderes mehr dran. So, ich lasse das Intro mal laufen. So, ich lege hier mal auf den Handtuch einen Platz. Ja, viel Spaß hier. Hier wird alles Mögliche gezockt. Ab 16-Bit aufwärts auf allen Plattformen. Special. So. Heute ein bisschen Saturn, weil ich habe das Ding endlich streamable. Und es sieht fantastisch aus. So, wir spielen im Pussy-Mode. So. So, wie ist da? A ist Punch, B ist Kick, Power Attack, Line Feed, okay. Kein NES und Master System, wenn überhaupt nur NES noch. Also ich bin nicht so ein Fan der 8-Bit-Plattform. Ich muss nur einmal kurz meine Capture-Karte neu starten. Ach du Heiliger. So, kleinen Moment. So. Your first opponent is bad. Be tough or be dead, big guy. Ready, go. So, sieht natürlich jetzt nicht ganz so geil aus wie in Samurai Showdown 2. Aber es sieht auch schon ziemlich nice aus. So. So. Round 2. Was ich SNK tatsächlich immer wieder hoch anrechne, ist, dass die wirklich mit jedem Spiel versucht haben, auch das Gameplay ein bisschen anzupassen. So, ein bisschen leiser muss ich machen. Brüllt mich nämlich gerade an das Spiel. So. Next battle versus James Hong Kong. Ah, das hier kommt tatsächlich auch ziemlich nah an die Neo Geo Version dran. Nee, King of Fighters ist mehr oder weniger ein Fatal Fury Spin-Off. Power
Ach, geh kacken! Aua! Sehr starke Knöpfe hat er, ja. Verdammt starke Knöpfe. Na, einen wunderschönen Herr und Frau Bimmef. Wie ist es? Es macht Spaß. Es macht tatsächlich wirklich Spaß. Die 2D-Sachen sind einfach der Knaller auf der Kiste. Aua! Etwas verkartet, aber KFC ist unterwegs. Habt ihr es wieder zu wild getrieben gestern? Okay. So, muss mal kurz nachfüllen. Müsst ihr dir jetzt nach und nach auch Games vornehmen, die ausgiebiger spielen? Ich gehe tatsächlich immer sehr wild durch die Plattformen durch. Also was ich mir tatsächlich mal vorgenommen habe auf dem Saturn, ich weiß nur noch nicht, ob ich dies on-stream machen werde, ist, ich möchte Magic Knight Ray Earth mal spielen und ich möchte Panzer Dragoon Saga mal spielen. Ansonsten, wie gesagt, ich gehe wirklich sehr, sehr wild die Plattformen durch. Also ich gehe beispielsweise davon aus, dass nächste Woche werde ich wahrscheinlich wieder die PSP auspacken. Da müsste ich nur nochmal schauen, was gerade auf dem Board als erstes ist. Geht mal wieder in der Nacht bis 5 Uhr morgens. Warum macht ihr sowas? Ja. Bleibt doch mal stehen. Aua! Kurze Pause auf Arbeit genießen. Das tust du hier? Das tust du hier? Also ich finde tatsächlich extrem faszinierend, wie nah das ans Neo Geo drankommt hier. So, geh kacken. Wirkt deutlich fluffiger als Samurai Showdown 2. Ja, aber wie gesagt, das ist bei Showdown 2 bei Design so. Das soll so sein. Selbst der aktuellste Samurai Showdown 5 ist so. Das ist halt ein bisschen gemütlicher vom Gameplay. Jinjeonju als Lin Jiayu sagt mir genauso wenig was. Yo, ins Fressbrett. Die Zähne sind neu angeordnet, würde ich sagen. So. Yes, okay. Die ganze Zeit im Lurken schreiben ist manchmal gar nicht so einfach. Ah ja, Tekken gibt sie vor, die den Panda als Freund hat. Das müsste dann aber ab Tekken 4 oder später sein, weil Tekken 3, das war mein letzter, den ich ein bisschen aus Video gespielt habe. Da bin ich raus. Ich muss sagen, der Controller ist für Fighter wie dafür gemacht. Spielt sich hervorragend damit. Ja, geil. Tekken 3 konnte man nur Kuma oder Panda spielen. Ja, das ging aber seit Tekken 1 schon so. Ein wunderschönen Pockets! Power!
So, weghauen. Den Jiayu war in den Katzen immer die Freundin vom Panda. Ah, okay, alles klar. Na, Frau Katzwieset. Was? Weicht der einfach aus, der Frechdachs. War doch ein Mob gefallen. Boah, blockt er einfach mal alles weg, ey. Aua! Der hat einen ziemlich langen Stab. Das gefällt mir nicht. Au! Hast gleich noch einen für mich? Was meinst du? Final Round. Ja, schauen wir mal. Also ich weiß auf jeden Fall, was ich als nächstes anmachen werde. Au! Ja, ich glaube, Murat. Zu viel Rammstein gehört, oder was? Ja, ist klar. Ja. Stab wie so ein Goku und kann größer werden. Eieieiei. Ja, dann hat er mal kurz den Boden mit mir aufgewischt. So. Ich weiß, was ich jetzt reinschmeißen werde. Ich glaube, das ist nämlich auch so ein Spiel, wo, glaube ich, jetzt vielleicht der ein oder andere drauf wartet. Gucken wir mal. Alles klar, viel Spaß beim Futtern. Viel Spaß mit KFC. Ah, okay, das mag kein Soft Reset. Das heißt, wir müssen hier einmal hart resetten. Okay, warum hast du einen Shoutout bekommen? Ach, ich hab's wahrscheinlich noch einen User drin. Ja, muss ich noch ändern. So, weil wenn man Saturn sagt, dann darf man dieses Spiel definitiv nicht auslassen. Es wäre nämlich sträflich, wenn man das tun würde. Der Saturn sieht übrigens fantastisch aus. Oh ja, die Bildqualität ist Porno. Sega Rally Championship. Oh yeah. Lieblingstitel auf dem Saturn. Das Schlimme ist, ich hab's echt ewig nicht mehr gespielt. Probieren wir es einfach mal. Ich werde wahrscheinlich jetzt gnadenlos verkacken. So, wir spielen mit dem Celica Automatik. Easy right.
Du gesucht wie das erste Ridge Racer, das will was heißen, ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass das viele Leute gesuchtet haben, wie bescheuert. Aber wie gesagt, ich kannte es zwar, ich habe es auch gespielt. Wir hatten in der Funfabrik in Essen auch den Sega Rally Arcade, den Model 2. Aber ich habe es nie so intensiv gespielt tatsächlich. Ich weiß, dass ich mich mit der Steuerung immer schwer getan habe mit dem Spielen. Ich glaube, das sieht man auch tatsächlich wieder. Mal inklusive bis heute. Da fand ich es ja tatsächlich so schade, dass sie Sega Rally 2 auf der Dreamcast leider so verbockt haben. Das musste ja leider unbedingt mit Windows CE sein. Hier noch das Baby hinten dran hängt, oh ja. Wupp, wupp, da bist du wieder. Ja, hast du richtig eingeschaltet. Hast du richtig eingeschaltet. Und der Hinter kam er nicht. Grüße dich, mein Lieber. Wie ist es? Was soll ich dir geben? Den Saturn? Vergiss es. Das ist meiner und der bleibt auch meiner. So. Hat 30 Minuten aufgestanden. Ach du Heiliger. Was hast du denn so lange gemacht? Wie ist es dich? Weißt du, 34 im Bett, warum machst du sowas? Ich tue mich mit der Steuerung bei dem Spiel unfassbar schwer, ey. Also das müsste ich jetzt mal wieder üben. Aber es macht Spaß. Es macht tatsächlich Spaß. So, aber ich glaube, das schaffen wir nicht bis ins Ziel. Ne, schade. Steuerung wirkt auch sehr sensibel. Ja, ich weiß nicht, ob du mal sowas... Game over, yeah. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob du mal sowas wie Colin McRae Rally oder V-Rally mal gespielt hast. Also so ungefähr so spielt sich's. So, dann spielen wir mal mit dem Lunch hier. Kenne Gran Turismo 2, das war meine ich recht schwerfällig. Die Rallye-Strecken, das lässt sich aber tatsächlich ganz gut vergleichen. Das ist halt leicht schwammig, weil ist halt Kies, ne, auf dem du hier fährst. Ich tue mich mit der Steuerung hier noch ganz schön schwer. Ich glaube, das sieht man auch. Ich glaube, Außenperspektive könnte es ein besseres Gefühl fürs Leiden bekommen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit der Innenperspektive besser klarkam. Das weiß ich auf jeden Fall bei dem Spiel. Aber wir können es mal in der Außenperspektive spielen. So. Es atmet halt wirklich dieses Sega-Arcade, ne? Das sind, weiß ich nicht, das ist so typisch Sega-Arcade in den 90ern, finde ich. 3, 2, 1, go! Man
Turismo 2 auf der PS1 habe ich tot gesuchtet, aber eher aus, wir hatten ja nichts. Ja, das war ja damals auch so. Die Musik jetzt gerade, die könnte auch 1 zu 1 auf Symphony of the Night sein. Oh, ich lese gleich. Ja, aber ich muss sagen, tatsächlich, da war der Tipp vom Inso nicht der schlechteste. Also mit der Außenperspektive komme ich ein bisschen besser klar. So, ich habe das Spiel geliebt. Ich erinnere mich noch an das erste Rennen, wo du mit schlechten RNG einen Gegner haben konntest, der unbesiegbar war. Da muss man immer wieder resetten, bis der nicht im Rennen war. Ja, Gran Turismo 2. Ja, das klingt so ein bisschen danach. So, Mountain. Easy right, baby. Easy left, baby. Wow. Medium left. Wow. Medium right. Checkpoint. Ach so, gerade eben noch. Ich glaube, der nächste Checkpoint ist unter Tod. Medium right. Ja, der nächste Checkpoint ist unser Tod. Ich sehe ihn noch nicht einmal. Ja. Verkackt. Ah ja. Sehr, sehr schönes Spielchen. Sehr, sehr schönes Spielchen. Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch. Dann spielen wir jetzt nochmal mit dem Chellicam. Tatsächlich ziemlich gut. Also ich habe es ein bisschen ruckeliger in Erinnerung gehabt. Das kann ich jetzt überhaupt nicht bestätigen. Kannst du dir eigentlich erklären, wieso die Spielauswahl bei PS Plus so mager ist? Hat das was mit den Rechten und Titeln zu tun oder wollen die einfach nicht? Vermutlich beides. Sega Rally war der Port, der Daytona schon hätte sein sollen. Ja. Ruckelig, du bist halt nicht mehr der Jüngste, Gedächtnis lässt nach. Dir fröhlichen Selbstbeischlaf, ein wunderschöner Radrennen, wie ist es? Wie ist es, mein Lieber? Alles gut?
So. Hopp. Muss mal kurz was trinken. Auch nicht, wenn du magst, aber ich habe gestern ein paar Wipeouts angetestet. Ich fand Wipeout 64 für mich spielerisch am besten. Ja, ich hau dich. Wipeout 64 spielt sich ein bisschen komisch. So. Yeah. Aber das hatten wir gerade auch das Thema, sag ich mal. Also es gibt eigentlich kein schlechtes Wipeout, aber es gibt eher, sag ich mal, so relativ gute Wipeouts bis exzellente Wipeouts. Und einen wunderschönen Tyler. Habe ich einen Tyler vergessen? Ich weiß es nicht. Einen wunderschönen. Willkommen in der Ballerbude. Was hat dich hierher verschlagen? Erzähl. Juhuhuhuhu. Aber nochmal, ich wiederhole mich ja jetzt hier gerade die ganze Zeit, aber ich bin gerade echt fasziniert, wie gut das Bild ist. Also, unfassbar. Die Bildqualität ist fantastisch. Ja, ordentliches Komponentenkabel, RetroTINK. Liefert, würde ich sagen. Aber damit ist das jetzt hier, ich habe mal nachgerechnet, das hier ist tatsächlich aktuell die zweiteuerste Konsole, die ich jetzt habe. So, also langsam habe ich das aber mit der Physik ein bisschen besser drauf. Also ich knall nicht mehr überall gegen. Sagte er. Darfst du ruhig. Also summa summarum habe ich jetzt mit allem für den Saturn, es müssten 450 Euro sein für alles. Und da ist nicht der Upscaler mit drin, also den rechne ich da gar nicht rein. Was halt relativ teuer war, war der Fenrir und das Komponentenkabel. Das war brutal teuer. Das scheiß Komponentenkabel, das hat fast 90 Euro gekostet. So, schaffen wir das noch? Natürlich nicht! 10 Meter vom Ziel verreckt. Der Preis fürs Kabel ist echt krass, ja. Die sind aber leider so teuer, ne? Also das Component-Kabel für die PS2 war leider genauso teuer. Verkauf den ganzen Kram nochmal. Nö. Sehe ich doch gar nicht ein. Sportlich, aber das Ergebnis spricht für sich. Ja. Retro in guter Qualität ist leider teuer, das ist so. Sega Rally Championship. So, aber jetzt packen wir mal die 2D-Keule aus. Ich rede schon die ganze Zeit davon, wir haben es aber noch nicht gespielt und das tun wir jetzt mal. Dieses Spiel, ist ein Testament dafür, wie geil der Sega Saturn in 2D ist. Ich lasse es jetzt einfach mal für sich sprechen. Ich präsentiere X-Men vs. Street Fighter. Das braucht jetzt ein bisschen zum Laden. Das ist ein Spiel, was das 4 MB RAM-Modul braucht. So, das ist kein Video, ne? Here you go. Piper Rock.
So, ich mach mal ein bisschen Pussy-Mode, weil man will ja ein bisschen was zeigen. Give me more flashing lights, Senpai. So, ich meine, guckt euch mal diese fucking riesigen Sprites an. Gibt es doch. Marvel vs. Capcom. Let's Ray. Ready. So, jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Das kann tatsächlich was, ja. Das ist mehr oder weniger der Nachfolger hiervon. Liu, win! Yep, der Port ist nahezu arcade perfect. Und benötigt halt ein 4 MB RAM-Modul, womit der Sega Saturn auf 8,5 MB RAM kommt. Ready! Wie gesagt, das ist immer noch einer meiner Lieblings-Street Fighter-Varianten. Ja, schade. So, erstmal Rogue auf die Fresse hauen. Im Weh, wer braucht jemals so viel RAM, ja? Das Schlimme ist, mit der RAM-Erweiterung hatte das Ding die Hälfte des RAMs von der Dreamcast. Es ist schon maximal impressive. Es sieht sehr, sehr cool aus. Und vor allen Dingen keine Ladezeiten. Ich find das den Knaller, ey. Na. Aua, ja, ist klar. Alles klar, Ray. Danke fürs Reinschauen. Und wir sehen uns. So. Na komm her. Tornado Claw. Oh. Tornado Claw. Ja, da kann ich auch, du. Marvelous.
So, geh kacken. Ja, ist klar. So, Freund der Sonne. Ja, jetzt macht er mich aber gerade ganz schön nackig. Ah, herrlich. Hatten wir Rogue nicht gerade schon? Wir hatten noch Rogue gerade schon, oder? Ja, ist klar. Einzige, was an Wolverine hat, ein bisschen kacke ist, der hat keine Projektilangriffe. Aua. Aua! Oh, hüpf doch nicht so rum! Treffer versenkt, würde ich sagen. So. Ja, der Saturn hat seine Stärken. Aber leider auch genug Schwächen. So. Ja, schade. So. Herrlich, herrlich. Als Wolverine noch nicht Hugh Jackman war. So. Ready. Wir hatten Cyclops und Gambit doch auch schon. Warum jetzt schon wieder? Au! Der tut aber weh, ey. Let's go. So. Ne, reicht leider nicht. Treffer versenkt, so. Optic blast! Optic blast!
the glass! Off the glass! Tornado claw! Off the glass! Off the glass! Projector barrage! Autsch. So, aber noch erwischt. So. Wolverine, win! Rocky. Sehr, sehr nice. Oh, die Kombi aus der Hölle. Guki und Magneto. Ready. Oh, der macht mich aber gerade ganz schön nackig, ey. Schade. Ich dachte, jetzt könnte ich ihn ausmocken. Komm, ein Hit noch. Danke. Weg ist er. Einfach wunderschön, sag mal. Alleine wie die durchanimiert sind. Es läuft absolut ruckelfrei. Du hast mehrere Background-Tracks. Und jetzt guckt euch mal dieses Riesenbiest. I am the Apocalypse. Das kann ich dir nicht genau beantworten, seht ihr. Aua! Ja, ist klar! Au! War einfach mal im Arsch treten. Das haben wir doch jetzt geschafft. So. Was haltet ihr denn hiervon? Ich find's fantastisch. Ich find's einfach großartig, dass der Saturn in der Lage ist, das darzustellen. Let's go, Bob. Ready! Fight! Ach, ich bin wohl. Drei Daumen hoch, sehr schön. Jetzt kriege ich aber gut auf einen cool auf den Nuss hier. Ja.
Let's go. Boah, ey, der vermüdet mich jetzt aber gerade ganz schön. Au! You win! Okay. Game over. Wie gesagt, auch ein wunderschönes Spiel, was man eventuell auch mal länger spielen könnte. Der hat mir gegeben, ja. Auf jeden Fall. Aber ich finde es halt extrem faszinierend. Ne? Also ich kannte es halt vorher nur von Mister. Ich sehe aber kaum den Unterschied. Ne? Na, Bildungsstream, ja, nee. Hier nicht. Nein. Oh yeah. So. Sagen, einen schmeißen wir noch rein. So, und zwar, nämlich auch so eine Hidden Gem. Ja gut, unter Saturn-Fans auf jeden Fall auch bekannt, aber wie gesagt, kennt außerhalb dessen kaum einer und das ist Die Hard Arcade. Daytona hatten wir schon. So, das hieß nämlich nur in den USA und PAL Die Hard, beziehungsweise bezog sich da auf die Stirb langsam Lizenz. Das ist eigentlich, ich überlege gerade, Dynamite Deka heißt das, glaube ich, in Japan. Hm? Und das alleine wegen dem Fox-Logo möchte ich das Ding schon wieder ausmachen. So, und das ist tatsächlich Arcade Perfect, weil der Arcade-Port auf der Saturn STV-Hardware basierte. Hat witzigerweise nur mit Stück langsam zu tun, korrekt. Aber hey, es steht Stück langsam drauf. Und er hat ja noch nicht mal Ähnlichkeit mit Bruce Willis, ne? So. Ja, Violence On, natürlich. Wenn brutal, dann richtig. Zumindest gab es da keine Präsidententochter, wie da gerade der Sprecher sagte. Die Waffen, die kann man nämlich auch tatsächlich aufsammeln hier. So. So, Quicktime-Events. Die Hard Arcade. Ne, ja doch, doch, ist Die Hard Arcade, stimmt, hast recht. Wunderschönes Beat'em Up.
Ja. Er ist kurz im zweiten Teil, also Dynamite Cop gespielt. Das ist so schon blödsinnig, ja. Lass mich doch ballern! Ja, geht doch! So. Eine Boombox, oh yeah, so. Ja, wenn man das wüsste, wo die President's Daughter ist, ne? Was sollte der Kasten da eigentlich gerade darstellen? Ich vermute eine Wanduhr oder sowas. So. Du lässt mal die Knarre hübsch stecken, so. Es ist so herrlich albern. Ja, man weiß nicht, was man da drücken soll, weil es ist ja japanisch. Ja. Ja, erstmal mit der Axt draufkloppen, yo. Immer diese aggressive Feuerwehr, ja, fürchterlich, ne? Fertig, sehr schön. Zeigen. So. So. Einmal filetieren. Erstmal aufs Fressbrett. Sechzehn Tentakel. Eieieiei.
So, 16 Tentakel. Ja, du hast es ja nötig. Ich dachte, kam der gerade nackt aus dem Klo? Ja, erstmal die Nüsse neu richten. Sehr schön. So. Die äußere glatte und die 8 innere mit Noppen. Ah, okay. Aber ich habe mir ja sagen lassen, Frauen mögen keine Kondome mit Noppen. Macht nichts, dreh das Ding halt auf links. So. Und sieht auch besser aus als Wirtschaftsfighter. Ja, gut, Kunststück, ne? Nix da. Die Knarre bleibt mal schön bei mir. Na, ja, ist klar. Erstmal schön niederbrezeln hier. So. Ah ja, okay. Spätestens hier fragt man sich, warum heißt das Ding eigentlich Die Hard, ne? Autsch! Tja, leider keine Credits mehr. This was Game Over. Oh yeah. Du. So, damit die Katze auch Ruhe gibt. Hauen wir noch einen letzten raus und dann würde ich sagen, ist gut für heute. So, und das ist nämlich tatsächlich interessant, wie gut das hier drauf aussieht. Auch wenn ich es nicht für ein gutes Spiel halte, aber es sieht sehr schön aus. Kannst du zur Ruhe gehen, holt das Chloroform. Gaffertape ist effizienter. So. Von Digital Illusions. Oder DICE. Versuch nur zu helfen. Welcome to main menu. Please choose the side of table, law and justice. So, also ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus. Unfassbar scharfes Bild, ey. Für die alte Konsole. Wahnsinn. Oh, Alter. Wer kann mich jetzt noch hören? So laut war es jetzt auch nicht. Oh. Ich habe ein leichtes Fieb und ein leichtes Klingeln im Ohr. Gut, vielleicht hätte ich vorher nicht Slaughter to Burrell hören sollen. Nein! Und wieder raus. Dies ging schnell.
Ja, wie gesagt, hat einen Grund, weshalb ich diese Oldschool-Flipper nicht so gerne mag. Das kann ich mir jetzt bestätigen. So. Juhu. Game over. So, dann nehmen wir mal den hier, Vikings. Gucken wir uns den nochmal an. Und dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, einen kleinen Einblick bekommen, was auf dem Saturn so geht und vor allen Dingen, wie es aussieht, wenn man ein bisschen Geld reinsteckt. So, wir haben Fisch eingesammelt, alles klar. Und die Musik geht gar nicht. Die Mucke, ja, die Mucke ist großartig. Die Mucke ist wirklich großartig. Einfach nicht meins, eine schlechte Ahnung. Damals am Satir-Kiosk hat sich leider nie geändert. Ja gut. Ich sehe es jetzt für mich mehr oder weniger einfach mal zu sehen, was da so an mir vorbeigegangen ist. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Aber das wird jetzt auch keine Daily-Konsole von mir werden. Das ist mir auch klar. Und einen wunderschönen Tino. Ich grüße Sie. Wie ist es? Eieiei, Urlaub ist, du Glücklicher. Wie lange? Eine Woche, ja gut, okay. Hast du was vor? Bist du weg, oder? So. Try me. Okay. Ah ja. Mittwoch noch ambulante Key. Oh Scheiße. Was ist denn los bei dir? Mode lit. Verdammt, da war er raus. So. Wunderbar. Also ich denke mal, wie gesagt, für einen kleinen Eindruck, was die Hardware kann, was es darauf so gibt, denke ich mal, hat es gereicht. Ein bisschen was haben wir gesehen heute. Ich bin tatsächlich sehr positiv überrascht. Also für mich in erster Linie, klar, wo das Ding halt richtig auftrumpft, ist 2D.
Also die 2D-Sachen, die Prügler, das ist einfach fantastisch, was darauf geht. Aber auch so Sachen wie Virtua Fighter oder Dead or Alive. Schon nice. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf Magic Knight Ray Earth. Ocean, die gab es damals noch, ja. Weiß ich noch nicht, linke Wange, Oberkiefer bis zum Auge, alles geschlossen. Nochmal Glückwunsch zu deinem Unfall. Ja, danke. War teuer genug. War teuer genug. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Wie gesagt, hin und wieder wird es dir nochmal zu sehen geben. Und ja, auf jeden Fall eine Konsole mehr in der Sammlung. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch eine und dann sind wir wirklich komplett. So, aber jetzt schauen wir echt mal, wo wir hinschicken. Wo schicken wir euch denn hin? Gucken wir mal. Ja, das passt doch ganz gut. Das passt doch ganz gut. Das ist Soul Calibur 3, was der gute Mann gerade spielt. Ich schicke euch mal zum Randy. In diesem Sinne, ich danke fürs Einschalten. Am Montag geht's weiter. 19 Uhr. GBR auf dem Mister. Wir spielen Zelda weiter. Und haben es hoffentlich irgendwann dann nochmal durch. Und in diesem Sinne, habe die Ehre. Dankeschön. Schönes Wochenende. Bis denne Antenne. Tschüss.